Nur auf Sicherheit. Auf mehr nicht. Israel will Sprechen wir Sicherheit. jetzt Israel möchte von den 7. sicherstellen, dass es morgen Oktober? noch leben darf. Sprechen wir jetzt von den 7. Oktober oder zum jetziger Lage, die jetzt stattfindet? Also, der 7. Oktober ist eine Geschichte. Israel kämpft seit über 70 Jahren gegen aggressive Anrainerstaaten, um ihr kleines Ländchen. Das heißt, Israels Frage Existenz hängt immer von Sicherheit ab. Alles, was Israel will, ist Sicherheit. Und deswegen hat Israel eine militärische Sicherheitsstrategie eingebaut. Ja, die Strategie der Israelis lautet: Wer uns angreift, kriegt es zehnfach zurück. Deswegen sieht Gaza heute auch so aus, wie es aussieht. Ja, Israel hat dieses Bedürfnis nach Sicherheit und seine Nachbarn lassen es nicht in Ruhe. Und deswegen reagiert Israel, wie es reagieren muss. Und zwar mit einer sehr harschen Vorgehensweise. Das ist ein Prinzip der israelischen Militärpolitik. Okay. Meine Frage wurde trotzdem nicht beantwortet. Sprechen wir von 7. Oktober oder von der jetzigen Lage? Die Der 7. momentan. Oktober ist doch die jetzige Lage. Nein, die jetzige Lage ist, dass da tatsächlich Zivilisten umgebracht werden. Wer Es von dem werden keine Zivilisten wird umgebracht. Es von ist der Krieg. Es ist Kian. Krieg und in diesem Krieg werden viele Kombattanten umgebracht. Richtig, Kian. Es wird momentan von den Politikern behauptet, dass es ein Völkermord ist. Sogar Deutschland steckt da mit drin. Na, oh Gott. Kian, du oder ich? Ja. Ihr könnt reden, egal wer. Das ist nur eine Willi, Sache. ich wundere Also ich will mich keinen ziemlich. angreifen, wirklich nicht. Weder Israel noch Deutschland. Also ich lebe selber in Deutschland. Ich Ich habe will jetzt. keine Partei ergreifen. Nur es ist eine Sache, die ich aus den Medien mitbekommen habe. Jetzt die letzte Zeit, definitiv, bekommt man das mit, dass Deutschland durch die Waffenlieferung mit da drin hängt. Hören, Medien konnten auch gesagt werden, dass drauf auf den Zaun Bananen hängen. Würden Sie das auch glauben? Wachsen. Dann dürften wir das mit dem 7. Oktober auch nicht glauben. 7. Oktober Medien, genau war der Angriff. Medien. Das habe ich sehr Entschuldigung, oft der jetzt 7. angesprochen. Oktober wurde selber von der Hamas gefilmt. Das können wir sehr wohl glauben. Ob jetzt alles gestimmt hat, was die Israelis am Anfang wahrgenommen haben, es war eine sehr wirre Zeit. Einiges, was die Israelis behauptet haben, haben sie später zurückgenommen. Das war im Eifer des Gefechts, war das erstmal, war das passiert. Man sagt etwas und dann nimmt man es wieder zurück. Genau. Aber auf der anderen Seite, der 7. Oktober ist eines der großen Gründe, warum Gaza heute so aussieht. Und wenn die Deutschen Israel zur Seite stehen, ja, die Deutschen fühlen sich, sie haben Israel als Staatsräson eingerichtet und wenn sie den Israelis helfen wollen, dann helfen sie den Israelis. Natürlich. Aber das heißt noch lange nicht, dass dort ein Genozid stattfindet oder dass dort ein Völkermord oder ein Massenmord stattfindet. Wir haben nur einige Zahlen, die aus Gaza kommen. Die kommen vom Hamas-Gesundheitsministerium, die kommen von den arabischen Fernsehsendern, die kommen von der UNRWA, die kommen von der UN. Und all diese Institutionen haben sich während dieses Konflikts als absolut nicht vertraulich erwiesen. Und deswegen genieße ich die Information aus dieser Richtung mit ganz großer Zurückhaltung. Kian, das glaube ich dir sogar aus Herzen. Wirklich, ich glaube es dir aus Herzen, dass du das genießt. Allerdings ist Krieg nicht gut, egal welches Land. Ob Ja, das Entschuldigung. Israel ist, ob das damals Jugoslawien war. Jugoslawien wurde auch Völkermord vorgeworfen, damals Serbien. Und diese Leute wurden vorgenommen, die wurden vor Gericht gesetzt. Und die Leute leben heute nicht mehr. Okay. Kann ich kurz reingrätschen? Ja, Ja, gerne. ja, weil das führt irgendwie nirgendwo hin, habe ich gerade gemerkt. Ich habe ein paar kleine Fragen.
Dann will ich nach circa 5 Minuten auch wieder raus. Ich will gar nicht so lange reden. Meine erste Frage wäre, wenn ihr die Frage zu persönlich seht, müsst ihr sie nicht beantworten. Aber die Frage ist für meine nächste Frage sehr wichtig. Ich wollte fragen, ob es hier in diesem Stream religiöse Christen gibt, die oben sind. Also gläubige Christen. Ja. Die sagen, Gott sei Dank, ich bin Christ. Ja. Okay, der Andreas also. Ja. Andreas, unterstützt du Israel? Ja. Okay. Andreas, meine Frage an dich wäre, als gläubiger Christ, was sagst du dazu, dass die Juden daran glauben, dass die heilige Maria, Friede sei auf ihr, Unzucht begangen hätte, Jesus durch Unzucht gezeugt wäre und dass Jesus ein falscher Prophet, ein falscher Messias und ein Lügner ist? Dann ist das wahrscheinlich nur eine kleine Sekte von den Juden, wahrscheinlich ein paar Ultra-Orthodoxe, das sind nur ein paar wenige, nicht alle. Denen ist normalerweise die Jungfrau Maria scheißegal. Auch Jesus Christus ist denen eigentlich scheißegal, weil sie in ihren Büchern sie nicht drinstehen und sie haben sie nie aufgenommen. Wir Christen ja, weil wir die, Jesus Christus als Sohn Gottes angenommen haben und als den Messias und die heilige Jungfrau Maria als seine irdische Mutter angenommen haben. Und für die Juden ist, wie gesagt, die Jungfrau Maria, muss ich ehrlich sagen, scheißegal, weil sie sie nie anerkennen. Ja, aber so. Leute, einen Moment. Hier ist kein Christen-Juden-Diskussion. Hier ist Hamas und Israel. Ich komme zu dieser Sache. Ich wollte ja nur fragen. Nein, nein. Also, oder direkt zu der Sache oder nicht. Du glaubst, ich weiß, was du glaubst. Du glaubst an die Offenbarung, ja? Bitte nicht schreien. Ich weiß, was du willst erzählen. Du bist wahrscheinlich ein sogenannter neugeborener Christ, ja, wo glaubt, dass dann da Satan im Tempel gesetzt wird, oder was? Deswegen entweder reden wir über Israel-Gaza-Konflikt oder kannst du rausgehen? Reden wir natürlich. Das war ja wichtig, damit wir hier ein bisschen das reinkommen. Das war so ein bisschen mein Schlagwort. Also, hallo, guten Abend. Hier, Hile Yetul Evilia. Ich hoffe, ich spreche den Namen wahrscheinlich falsch aus. Wen? Ich bin gläubiger, orthodoxer, zionistischer Zionistenjude. Und also das ist ich weiß nicht, was du da behauptest und woher du das hast. Meinetwegen kannst du ein paar Talmud-Zitate nennen. Davon musst du uns aber erklären, was der Talmud überhaupt ist und welche Bedeutung er hat und inwiefern und wie er ausgelegt wird. Das ist erstmal ganz wichtig. Wir können auch gerne eine Talmud-Seite an der Talmud-Seite aufschlagen und du liest uns gerne daraus vor und erklärst uns ein bisschen was, wie der Aufbau ist und wie die Diskussion im Talmud funktioniert. Und dann können wir gucken, ob das, was du sagst, wirklich der Wahrheit entspricht oder ob du das einfach nur machst, um hier Zwietracht zu stiften zwischen Menschen, die sich zusammengefunden haben, egal welcher Religion, welcher Couleur, die sich einfach entschieden haben, die Menschen, die am 7. Oktober ermordet wurden, nicht zu vergessen, die Menschen, die sich immer noch in dem Tunnel dieser Touristen befinden, nicht zu vergessen. Und für uns spielt hier in dem Sinne erstmal religiös gesehen keine Rolle, weil ebenso interessieren mich die Opfer in Jemen, die Kinder. Ach, das ist kein religiöser Krieg. Mittlerweile 10.000 an der Stelle, an der Zahl, 10.000 Kinder sind bereits durch diesen Bürgerkrieg in Jemen ermordet worden, an Hunger gestorben. Ich weiß, das interessiert dich wahrscheinlich die Bohne, weil die Mörder natürlich nicht die Juden waren. Aber weißt du, das ist, diese Leier kennen wir hier schon. Die Leier kennen wir hier schon. Also das können ist nur bis der erste und der letzte, der objektiv bleiben, ohne jemanden irgendwas in den Mund zu legen. Ich bin absolut objektiv, aber du musst auch verstehen, das ist ein emotionales Thema. Wir sind emotionale Wesen und emotionale Aspekte gehören auch zu einer Diskussion. Wenn du objektive Sachen hören musst, musst du zu künstlicher Intelligenz gehen und die wird dir wahrscheinlich sehr objektiv und ohne Emotion auf solche Fragen antworten können. Aber so funktioniert das ja nicht, weißt du? Also okay, du willst mir also sagen, die Juden glauben daran, dass die heilige Mutter Maria, Friede sei auf ihr, Jesus durch eine Wundergeburt geboren hat und dass Jesus der Messias ist. Also du willst mir sagen, die Juden glauben, dass Jesus der Messias ist. Schau mal. Kein Jude glaubt, zumindest die wenigsten Juden glauben, dass Jesus der Messias ist. Das richtig, keiner. Okay, ja. Und was spielt das für eine Rolle hier? Okay. Versucht es. Hat Jesus, lass ihn bitte. Hat Jesus
für sich das, das Messiastum zugesprochen? Ja, meinetwegen hat er das. Und jetzt? Okay, und wenn die Juden sagen, er ist nicht der Messias, bezichtigen sie ihn in der Lüge? Oder nicht? Ja, und? Und? Freunde, du wirst für eine Lüge okay, Hier, lass ihn bitte. Hier, ich weiß, es ist kein religiöses... Warte mal, hier. Freunde, das geht ein bisschen zu weit. Jetzt kommen wir auf das Thema Israel. Achtung, kommen wir zu... Es ist ungeheuerlich. Aber wieso seid ihr so emotional? Ich sag doch Weil es nicht um Religion geht. Weil bei Religion können einige nicht mitsprechen. Ich bin zum Beispiel Atheist, andere sind am Rande nur religiös und wir wollen Israel nicht aus der theologischen Perspektive diskutieren. Und deswegen, das sind alles Claims, das sind alles Behauptungen. Dass okay, Kian, du hast absolut recht, aber lass mich kurz 5 Minuten, lass mich aus dieser Schiene fahren. Und so weiter und so fort. Kian, ich weiß, es ist kein religiöses Team, wir wollen nicht über Religion, aber lass ihn kurz diese Schiene fahren, um einfach zu gucken, wie cruel der Typ eigentlich hier überhaupt ist und was er damit bezwecken möchte. Ich meine, das kann ja die Zuschauerschaft mittlerweile 100 an der Zahl ja dann am Ende auch selber beurteilen, weißt du? Deswegen, das soll keine religiöse Debatte sein, aber ich will gerne wissen, worauf er hinaus möchte. Gut, aber dann bitte wirklich kurz, weil wir wollen wirklich wieder zum Kern der Sache zurückkehren und das. Ja, ja, sicher. Ich bin absolut deiner Meinung. Also für mich spielt es keine Rolle, wenn der Zadik mit mir über dieses Thema sprechen will, kann Zadik, ich das gerne machen. Zadik gehört der Stream nicht, mir gehört nicht der Stream, er gehört ich bin's und ich bin's hat eine Linie hier. Wir wollen über Israel sprechen. Okay, gerne. Und dann bleiben wir bei dem Thema daraus Israel. Einen religiösen Konflikt machen, noch eine Christen-Islam-Juden-Debatte. Das ganz einfach. Ja. Ist doch ganz einfach. Okay, dann kommt auf das Thema Israel. Okay, gerne. Was hat unser Unglauben? Du hast gesagt, du bist ein zionistischer Jude, oder nicht? Ich bin ein zionistischer Jude, der keine weißen Blut und keine roten Blutkörperchen, sondern kleine Zionisten im Blut hat, ja. Okay. Ist der Krieg in Palästina aus der Sicht von Israel, aber bitte ehrlich antworten, ein religiöser Krieg oder seht ihr das als komplett politischen Verteidigungskrieg? Erstens, warum die Frage, dass ich ehrlich antworten sollte? Also da gehst du schon davon aus, dass ich unehrlich antworte. Das ist die typische antisemitische Stereotypnummer. Also warum sollte ich unehrlich antworten? Diese Frage stelle ich schon ziemlich bescheuert, muss ich ehrlich sagen. Sorry, dass ich das so hart ausdrücke. Ich erwarte Ehrlichkeit von jedem, nicht nur von Juden. Aber diese Rhetorik, Verzeihung bitte? Ich erwarte Ehrlichkeit von jedem, nicht nur von Juden. Ja, da musst du es aber nicht extra betonen halt. Das wirkt so einen leichten Unterton. Okay, dann bitte ich um Verzeihung für diese Wortwahl. Ich vergebe dir. Ich sehe diesen Krieg aktuell nicht als religiösen Krieg, zumindest nicht von der israelischen Seite, allerdings von der Hamas-Seite. Ist er auf jeden Fall religiös motiviert, dieser Krieg? Richtig, genau. Aus der Sicht von allen Muslimen. Das siehst du ja auch in der Charta der Hamas. Ich meine, die kannst du dir ja gerne durchlesen, auch wenn du sagst, sie ist veraltet. Nein, ich bin Muslim. Ich sage, aus der Sicht von jedem Muslim ist es ein religiöser Krieg. Das sage ich ja. Genau, für uns, also als Juden, ist es nicht primär ein religiöser Krieg, sondern ein ganz klarer Verteidigungskrieg. Okay, sehr schön. Ich hatte noch eine Frage an den Kian. Er hat vorhin etwas erwähnt. Es ging um die zivilen Opfer. Er hat davon gesprochen, dass es ein Krieg ist und dass es da natürlich auch zu zivilen Opfern kommen wird. Du hast gesagt, dass da auch Kombattanten umgebracht werden. Die Zivilisten hast du nicht ausgeschlossen. Allerdings hast du auch gesagt, dass deiner Meinung nach die Zahl 40.000 zum Beispiel, so wird es aktuell in den Medien genannt, sehr abgespaced ist und dass du da vorsichtig sein würdest, wie man da mit den Zahlen umgeht. Aber letztendlich hast du gesagt, das gehört dazu, dass Zivilisten dort umkommen. Das ist einfach die Art und Weise der israelischen Armee und so geht die vor. Habe ich das richtig verstanden? Erst einmal, in einem Krieg sterben immer Zivilisten. Es wäre wirklich sehr töricht anzunehmen, dass Israel einen Krieg führen soll, bei dem keine Zivilisten sterben. Ja, die Hamas tötet Zivilisten in Israel und Israel im Zuge der Ausräucherung der Hamas ist leider gezwungen, manchmal so vorzugehen, dass auch Zivilisten in den palästinensischen Gebieten sterben. Über die Zahl 40.000 oder 30.000 lässt sich streiten.
ja, weil ich die Ausgangsquellen für diese Behauptung einfach nicht glauben kann, weil die Hamas eine Propaganda Institution ist und sie bedient sich der Propaganda, um diesen Krieg zu gewinnen, weil sie militärisch nicht stark genug ist gegen Israel, benutzt sie halt eben das Propagandatool. Das tun die Palästinenser seit vielen Jahrzehnten, angefangen von der sogenannten Nakba über alle anderen Geschichten, ist Lügen und Propaganda ein Teil der palästinensischen Identität. Und deswegen glaube ich nicht die Zahl zwischen 30 und 40.000. Mhm. Aber du sagst auch, es wäre jetzt rein theoretisch möglich, dass aufgrund der Art und Weise, dass die israelische Armee so hart vorgeht, auch Zivilisten sterben. Und meine Frage wäre eigentlich, wäre es ein Problem für dich oder auch für andere Israel-Unterstützer, dass mehrere tausende Zivilisten umkommen? Also, dass du dann sagst, ey, selbst wenn die Zahl stimmt, das ist das Recht der israelischen Armee, so vorzugehen, ob es jetzt 50.000 sind, ob es 100.000 sind, ob es jetzt alle sind, die da sterben. Letztendlich, das ist das Recht von Israel. Sie dürfen dieses Land einnehmen und sich selber verteidigen. Denkst du nur ja oder nein? Denkst du, wenn ich kurz zwischenfunken kann, denkst du, dass das primäre Ziel der IDF ist es, Zivilisten zu töten? Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Also ich sag einfach jetzt mal nein. Doch, das spielt eine signifikante Rolle. Nennen wir mal einen Krieg, wo keine Zivilisten gestorben sind, so bitter das auch leider klingt. Ich bin da vollkommen mit dabei, wenn ihr sagt, in jedem Krieg sterben Zivilisten. Ich meine nur, wäre es ein Problem für euch, wenn die IDF wirklich komplett auf die zivilen Opfer, auf gut Deutsch, definitiv, sorry für die wenn Wortwahl, das so wäre, scheiß, definitiv. Also es wäre für dich kein Problem. Es wäre für mich ein großes Problem, und wenn dem so wäre und es würde im Zuge dieses Krieges so bewiesen werden, dass die IDF gezielt Zivilisten getötet hat, würde ich mit dir Seite an Seite demonstrieren gehen gegen Mord an Zivilisten. Wo ist das Problem? Jeder hier im Stream würde das machen. Sadik, jetzt habe ich eine Frage. Die Frage war eigentlich auch an Kian gestellt, ob es für ihn auch ein Problem wäre. Sorry, ja genau. Kian, sorry, dass ich vorweggegriffen habe. Ist ja allgemein eine Frage. Warum wird Deutschland Kriegsverbrechen vorgeworfen durch Israel, weil die Waffen liefern? Amerika ist direkt persönlich dabei und bekämpft Gaza oder auch andere Angreifer. Denen aber die aber, Frage wurde dir bereits... Warte mal. Lass mich die Frage zu Ende stellen. Aber den anderen wird Kriegsverbrechen vorgeworfen, außer Amerika wird das nicht vorgeworfen. Warum? Weil Amerikaner die Macht haben auf der Welt oder versuchen, die Macht zu haben? Also ich hoffe, die Amerikaner behalten die Macht und werden weiterhin das Monopol dieser Welt sein. Als Weltenpolizei bin ich absolut dafür. Aber die andere Sache, ich kann dich als WC-Meister auch vor Gericht zerren und sagen, du bist ein Volksverhetzer und ein Kindermörder. Ja, also das mache ich jetzt nicht, aber ich sage, rein hypothetisch könnte ich das machen. Und im Zuge eines Prozesses würde dann festgestellt werden, ob du einer bist oder ob du halt keiner bist. So ist das halt. Ich kann dich anklagen, du kannst mich anklagen, wir können uns alle gegenseitig anklagen. Ob die Klagen dann durchgehen, ist halt die Frage halt, ja. Und dieser aktuelle Prozess, der von welchem Land war das? Von irgendeinem unbedeutenden Land hat sich da zu Wort gemeldet, um wahrscheinlich mediales Aufsehen zu erzielen, um Israel anzuklagen. Ob das am Ende durchgeht, ich meine, soweit ich weiß, aktuell ist es schon sogar so, dass das ziemlich dusselig war und dass da wahrscheinlich andere Intentionen mit reinspielten. Aber ich denke, da kann Kian oder jemand anderes sich jetzt aktiv jeden Tag mit den Medien auseinandersetzen. Extra WC-Meister betont. Wie meinst du das? So nennst du dich ja. Ja, natürlich. Natürlich. Weil ich auch diesen Job nachgehe. Für mich ist das kein unehrenhafter Job. Meine Mutter war, seitdem wir in Deutschland sind, auch eine Putzfrau und ich stehe dazu und ich habe damit überhaupt kein Problem. Also nein, ich dadurch bitte nicht irgendwie erniedrigt oder so. Damit ich gut da stehe als WC-Meister. Nur ich wollte sagen, dass ich den Job auch mache, deswegen auch WC-Meister. Nun, egal. Ich respektiere das absolut, also kein Problem. Also wie gesagt, meine Mutter war Putzfrau und das über Jahrzehnte und ich habe ihr geholfen. Ich sehe damit kein Problem. Ich finde das sogar gut und wichtig. Was wird denn Putin denn vorgeworfen zurzeit? Also
Leute, Entschuldigung, stopp, Leute, stopp. Willi, mir ist aufgefallen, du bist ein netter Kerl, ich will nichts gegen dich sagen, aber warum gehst du immer wieder zu Putin zurück? Das verstehe ich nicht. Nein, können wir nicht mal Putin draußen lassen, bitte? Ja, mein Lieber, wir reden über Politik. Wir reden über Politik und über Israel. Aber es ist eine Tatsache, dass Putin auch Bürgerkrieg vor Menschen. Aber das ist nicht das Thema. Also wir knüpfen an der. Okay. Schau mal, über Putin und Ukraine gibt es mit Sicherheit tonnenweise Livestreams. Aber wir haben nur eine ganz kleine Plattform von Menschen, die dieses kleine Land Israel verteidigen. Und wir wollen bei der Verteidigung Israels bleiben. Kian, meinst du, das ist das Gleiche? Und Israel ist ein Topic für sich, ist eine Angelegenheit für sich. Und da muss man nicht jetzt andere politische Situationen mit reinziehen, um einen Vergleich zu Israel zu ziehen. Israel und die Ukraine und Russland-Konflikt sind völlig verschiedene Paar Schuhe. Natürlich. Aber gerade, Kian, hast du gesagt, wenn ich dich duzen darf? Ja, klar. Hast du gesagt, dass du das okay findest, dass die AfD mit Putin zusammenarbeiten will? Aber ich sage, das ist die AfD-Position, das ist nicht meine Position. Ich sage nur, Russland ist ein Nachbarland, ein starkes Nachbarland, das man nicht unterschätzen sollte. Und wir sind geostrategisch näher an Russland dran als an der USA. Und warum sollten wir uns von der USA an der Nase herumtanzen lassen und in einen Konflikt mit Russland reinziehen lassen? Respekt, genau das ist das. Genau das ist die amerikanische Position. Die Amerikaner wollen, dass die Deutschen einfach nur in einen Konflikt mit Russland reingehen. Genau, aber was macht Deutschland jetzt? Die setzen sich da in die Grenze von Belarus und warten darauf, dass irgendwann mal die Russen kommen und angreifen. Das ist es. Und das müssen wir hier nicht mitmachen. Ja, das heißt nicht, dass ich Putins Machenschaften absegne. Aber es ist Realpolitik. Was ich mir wünsche und was Realpolitik sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir Realpolitik verstehen und nicht unsere persönlichen Wünsche also zum Nonplusultra machen. Respekt an dir, Kian. Wirklich. Kommen wir wieder zum Thema zurück? Ja, das Thema ist jetzt, Islam oder Religion oder egal was, das Thema ist Mörser, nicht da. Bei dir ist jetzt wichtig, Mörser, komme in wenigen Sätzen bitte auf den Punkt, warum du jetzt Christentum, Jungfrau Maria, Jesus und Israel in einen Topf. Weil ich ein Verständnisproblem hatte, wie ein gläubiger Christ einen Staat unterstützen kann, wo die absolute Mehrheit daran glaubt, dass Jesus nicht der Messias ist. Weil ich stelle mich in diese Situation als Muslim und denke mir, wieso sollte ich einen Staat unterstützen, der beispielsweise jetzt sagt, dass Mohammed, Frieden und Segen auf ihn, ein Lügner ist. Er ist ein Lügner, er ist Kriminal, Scharlatan und Mörder. Das ist nicht unser Thema. Ich habe was anderes gefragt. Du hast gefragt. Aber damit angefangen. Also erst einmal, ist dir die muslimische Position zu Israel überhaupt klar? Les Masure 5, Vers 21. Und du wirst sehen, dass du im Grunde genommen müsstest im Grunde genommen auch ein muslimischer Zionist sein und das Existenzrecht Israels aufgrund dieses Koranverses auch akzeptieren. Wie oft kommt das Wort Palästina überhaupt im Koran vor? Null. Wie oft kommt das Wort Beni Israel oder Kinder Israels und Israel vor? Ja, also insgesamt 45 Mal kommt das Wort Beni Israel, Kinder Israels, und dreimal kommt das Wort Israel darin vor. Das heißt, der Koran erwähnt an sehr, sehr, sehr vielen Stellen erinnert sich an die Existenz der Kinder Israel. Und deswegen, wenn du Sura 5, Vers 21 liest, dann wirst du sehen, dass der Koran eine sehr positive Haltung hat gegenüber den Juden und ihren Ambitionen, ins gelobte Land zu marschieren. Und übrigens, auch für die Muslime da draußen, die Palästina verteidigen, und die Araber, die Muslime sind da draußen und Palästina verteidigen und sagen, sie seien die Nachfahren der Kanaaniter. Laut Koran hat Allah den Juden erlaubt,
dieses Volk zu bekämpfen und zu vertreiben von diesem Ort. Laut Koran, alles in Sura 5, gibt es einen Vers nach dem anderen. Von 21, Vers 21 fängt es an. Das heißt, selbst die heutigen Araber, die sich als Ultramuslime ausgeben und sich gegen den Staat Israel stellen, stellen sich im Grunde genommen gegen die koranische Anweisung, weil dort heißt es nämlich in Sura 5 von Vers 21 ab, dass Allah den Kinder Israel erlaubt hat, das Volk, das sich dort auf diesem Boden befindet, zu bekämpfen, zu vertreiben, damit sie sich dort niederlassen dürfen. Ja, bist du fertig? Ja, und das ist der ganze Grund hier, warum ich denke, du solltest eigentlich ein Pro-Zionist sein und solltest keine Probleme damit haben. Warte. Jetzt hast du sehr oft Beni Israel erwähnt. Du hast gesagt, dass die im Koran auch vorkommen. Bitte erwähne auch, wie oft sie auch im Koran verflucht werden und wie oft sie auch in der Bibel verflucht werden, durch mehrere Propheten und durch Gott, weil sie, obwohl sie mehrere Zeichen von Moses, Friede sei auf ihn, erhalten haben, trotzdem wieder in den Unglauben gefallen sind. Musst du auch erwähnen. Das mag sein, aber sind sie nicht schlussendlich ins gelobte Land gegangen? Dass im dritten Korinther vorkommt, dass Jesus, Friede sei auf ihn, zu seinem Volk, er wurde auch zu Bene Israel geschickt, in der Bibel sagt, das Reich Gottes wird von euch genommen. Was sagt er da? Was meint er mit, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem anderen Volk gegeben? Das mag sein, aber die Tatsache, dass der Koran positiv über die Einwanderung der Juden ins gelobte Land spricht, reicht für mich. Weil ihr Anführer Moses war. Das waren laut dem Koran Muslime. Das waren Mu'minin, das waren Gläubige. Das ist eine Behauptung des Islam. Die Juden sind keine Muslime, die Christen sind keine Muslime, Jesus ist kein Muslim. Das ist keine Behauptung des Islam. Dann lass doch inhaltlich den Koran anschauen, weil du hast den Koran erwähnt. Ich habe den Koran hier nicht eingemischt. Du hast den Koran erwähnt und deswegen sollten wir lieber beim Koran bleiben. Wenn wir nach dem Koran gehen und du sagst, da wird Beni Israel erwähnt und positiv, dass sie aus Ägypten dahin auswandern. Wer war ihr Anführer? Wer ist denn dahin gewandert? Moses, Friede sei auf ihn. Moses war auch als sie 50 Jahre umhergeirrt sind in der Wüste. Sind sie schlussendlich ins gelobte Land, ja oder nein? Sind sie, ja. Und Moses hat sowohl im Alten Testament auch im Koran Angriffskriege geführt, um dieses Land zu erobern. Ja, das heißt, die Juden haben laut Koran diesen Boden bekommen. Das ist ihr Boden, ihr Zuhause. Und damit verknüpft sich 3000 Jahre Geschichte mit diesem Land. Du da überspringst einen sehr, sehr wichtigen Teil. Laut dem Koran ist Moses und jeder, der ihm folgt, ein Gläubiger. Moses hat gekämpft, um das Gesetz Gottes auf diesem Boden durchzusetzen. Gegen wen? Gegen die Polytheisten. Gegen die anderen Ungläubigen. Moses hat sowohl im Alten Testament, auch im Koran, genau dasselbe gemacht. Mosa, ich bin gar nicht im so Namen tief Gottes. Im Namen Gottes. Also eigentlich hat Moses das gemacht, was die Hamas macht. Also laut dem Koran hat eigentlich Moses das gemacht, was die Hamas macht. Nämlich sie haben im Namen Allahs, weil im Koran kämpft Moses im Namen Allahs, nicht im Namen von Jesus, haben im Namen Allahs gekämpft, um die Gesetze Gottes in diesem Land durchzusetzen. Also das, was die Hamas letztendlich macht. Also erst einmal, das ist ziemlich grotesk. Hier die Hamas so eine Art Moses-messianische Position zuzuschreiben. Das ich sage schon, laut dem Koran. Das ist gruselig. Na, das ist eine Behauptung. Das ist erstmal nur eine Behauptung. Was du hast denn Moses gemacht? Ich frage dich, Zweitens, was hat Moses gemacht? Durfte Moses das gelobte Land betreten, ja oder nein? Er sollte sogar das gelobte Land betreten. Ja oder nein? Laut also wir reden wir über Moses oder Beni Israel? Moses im Koran. Durfte Moses also Moses selber nicht, nein. Okay, gut. Also, er hat sein Volk ziehen lassen. Das Volk hat sich dort niedergelassen. Soweit, so gut. Ich will nicht mehr auf diese theologische Frage eingehen, weil das alles Behauptungen sind. Was die Juden und die Christen und die Muslime schlussendlich über diesen Boden behaupten, ist eine Sache. Aber wenn wir das Existenzrecht Israels verteidigen wollen, müssen wir weg von der theologischen Schiene. Juden, fromme Juden, können sehr wohl einen theologischen Bezug zu ihrem Rückkehrrecht aufbauen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich möchte auf dieser Schiene nicht fahren. Ich möchte das Existenzrecht Israels rational... Wieso hast du dann das Thema aufgemacht?
rational, weltlich, weil wir kein Theologieforum sind. Aber du hast das Thema aufgemacht, das verstehe ich das nicht. Thema, das ich habe Thema, ich habe dir nur gesagt, angefangen mit. Was ich dir gesagt habe, ist, dass du als Muslim, wenn du in Sura 5,21 gehst, finden wirst, dass Gott keine Probleme damit hat, dass die Juden dorthin gehen. Das ist alles, was ich damit sagen wollte. Mehr wollte ich nicht sagen. Ja. Und ich wollte dir nur, weil du dich als Muslim repräsentierst und ich ein Ex-Muslim bin und ich die Texte genauso gut kenne, ich wollte dir nur sagen, es gibt aufgrund der koranischen Aussagen überhaupt kein Problem für die Juden, sich dieses Land zu holen. Was ist deine Interpretation? Weil der Koran erlaubt ihnen die Rückkehr, die Zerschlagung oder beziehungsweise die Bekämpfung des Volkes, das dort darauf lebt, auch die Vertreibung und das Niederlassen auf diesem von Gott zugesprochenen Boden. Die Juden berufen sich, und ich bin auch nur darauf eingegangen, weil du die Christen mit ins Spiel genommen hast und gefragt hast, warum die Christen Israel unterstützen wollten. Die Christen glauben fest daran, wenn sie nach dem Alten Testament gehen, dass sie Israel unterstützen wollen, aber aus anderen Motiven. Sie sagen, wenn sie die Juden alle helfen, wieder ins gelobte Land zurückzukehren, dann kommt für die Christen und für die Juden der Messias. Und der Messias wird für die Christen dann natürlich Jesus, die zweite Rückkehr Jesu Christi. Und wenn die zweite Rückkehr Jesu Christi ansteht, dann werden die Juden sozusagen die Wahrheit erkennen und werden zu Christen. Das ist der einzige Grund, warum diese apokalyptischen Endzeitchristen überhaupt Israel unterstützen. Okay, bist du jetzt wieder fertig? Nur glauben, dass der Messias kommt. Das ist der einzige Grund. Und tiefer will ich in diese Theologie nicht einsteigen heute. Ich kann es zuerst mal so nicht stehen lassen, weil über den Koran gelobt wird, das ist dein Interpretation. Ich erkläre diesen Vers noch ein einziges Mal, diese Stellen. Du brauchst jetzt es nicht erklären. Hier geht es jetzt, Israel hat das Recht zu existieren und sich zu verteidigen. Und aufhören, Koran und alle Glaubensrichtungen einzuführen. Wenn ihr Israel verflucht. Du hast ein Problem. Kian ist über 30 Jahre Koranschüler gewesen. Du hast verloren. Du hast dich gerade mal, ohne es zu wissen, sich selbst Er ist kein Koranschüler. Dann würde er einfach. Er war Koranschüler. 30 dann Jahre lang. Und wir haben alle seine Bilder gesehen in seiner Tracht. Würde ich sagen. Beziehungsweise in seinem Gebetsmantel und so weiter. Er war 30 Jahre Koranschüler beziehungsweise Gelehrter in Berlin. Gelehrter, aha, okay. Sogar. Und Jan hat selber zugegeben, über 17 Jahre lang, bis 2017, gewalttätigsten Demonstrationen, beziehungsweise die mächtigsten Demonstrationen in Berlin gegen Israel durchgeführt zu haben. Also, und wenn Kian das schon sagt, und er hat zugegeben, so, dann erst hat wo und er hat Bilder gezeigt, wo er in seinem beziehungsweise seinem Gebet, wie er vorm Koran sitzt und gebetet und andere Sachen macht, also ganz schön halblang. Andreas, du hast dich selbst es gerade geht darum, dass eine Koran-Exegese nach seiner eigenen du hast dich selbst rausgeschossen gerade. Nach seiner eigenen Interpretation macht. Wenn er wirklich diesen Vers erklären will, dann schlägt er einen Tafsir auf, zeigt er mir einen Tafsir von Fakhreddin Ar-Razi, von Ibn Kathir, von irgendjemand anderem, aber diesen Namen kennt er vielleicht nicht mal. Die hat er alle. Die hat er oft genug hier vorgelesen. Ach, ich erkläre es noch einmal. Moses, Frage, mein Lieber, Moses war im Koran ein Muslim. Jeder, der Moses gefolgt ist, ist laut dem Koran. Er war kein Muslim. Er war Hebräer. Das ist eine Behauptung. Der Islam ist die jüngste Religion und nur weil der Koran sagt, dass alle Menschen als Muslime geboren werden und dass dann durch die Eltern sich die Ideologie ändert und die Menschen eine andere Religion annehmen. Bitte setz einen Punkt. Erstens. So, lassen wir Mörser mal raus. Erstens, wir wollten keine theologische Diskussion. Arroganz in diesem Fall ist auch nicht wichtig. Und der Punkt, den setze ich hier, wann ich will, solange mich also der Host sprechen lässt,
mache ich den Punkt da, wo ich will. So, jetzt können wir wieder mal schauen, dass wir ein paar Leute hier finden, mit denen wir vernünftig sprechen können. Und ich habe es nochmal gesagt, es geht hier nicht so sehr darum, um die theologischen Aspekte, es geht um den weltlichen Ansatz, warum wir Israel verteidigen und nicht, warum wir aus theologischen Gründen. Aus theologischen Gründen habe ich überhaupt keinen Grund, Israel zu unterstützen. Ich bin kein Jude, ich habe keine Beziehung zu dieser Idee, dass sie ins gelobte Land gehen sollen. Aber ich finde sehr viele weltliche, rationale Gründe, warum Israels Existenzrecht für mich gerechtfertigt ist. Das überlasse ich den gläubigen Juden, es aus theologischer Sicht zu verteidigen. So, wir haben mehr ich habe eine Frage. Darf ich dich was fragen? Ja, bitte. Und zwar, du kennst ja den Koran. Also es ist jetzt nicht, dass ich dich hier in TikTok kennengelernt habe oder jetzt nur durch dieses Video, sondern auch über andere Videos kenne ich dich. Meine Frage wäre, haben die Juden nicht versucht, auch Jesus zu vergiften? Was heißt vergiften? Erstens war die Auseinandersetzung zwischen Jesus oder Joshua und seiner jüdischen Gemeinde war auf Differenzen aufgebaut. Die Juden haben Jesus seine Rolle als Propheten oder als Verkünder Gottes nicht akzeptiert. Das ist ein theologischer Streit. Okay. Die Rabbiner, die damals in der Zeit von Jesu gelebt hat. Und das ist die Frage, was ist davon überhaupt wahr, von diesem Konflikt? Wir wissen nicht, ob Jesus existiert hat. Wir wissen nicht einmal, ob Moses existiert hat, auch wenn es diese Behauptungen gibt, er hätte existiert. Abraham, Isaac, Ismael. Es ist eine schwierige Sache. Wir sollten diese Fragen immer auf der theologischen Ebene lassen. Und es ist eine Diskussion unter Theologen. Ich persönlich, ich hatte meine Recherchen gemacht und ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass Moses existiert haben soll. Ich glaube, wenn ich mir den Gilgamesch anschaue, zum Beispiel, die vorchristlich-jüdischen Schriften aus Babylon und Mesopotamien, wenn ich mir anschaue, dass der Gilgamesch so viele Geschichten hat, die später im Alten und Neuen Testament vorkommen und dann vom Islam übernommen werden, dann muss ich mich wirklich fragen, warum es so viele Parallelen gibt zwischen der Geschichte des Gilgamesch und dann allen nachfolgenden drei großen monotheistischen Religionen. Alles, was ich damit sagen will, ist, wenn ich bin's möchte, dann macht er mal einen Stream auf und dann können wir das theologisch mal auseinandernehmen. Aber wir sollten jetzt einfach nur zur Verteidigung Israels, also zumindest ist das mein Wunsch, zur Verteidigung Israels hierher kommen und ganz vernünftig und rational über die Angelegenheit sprechen, warum Israel ein absolutes eine absolute Existenzberechtigung hat. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Elisha, warum bist du runtergegangen? Komm doch wieder hoch. Sehr gut, Kian. Also so. Danke für die Antwort. Ja. Wirklich, ich will nicht parteiisch werden. Ich bin selber ein Moslem, habe ich aber bis jetzt nicht so rausgeprägt, dass ich ein Moslem bin und dass ich darauf bestehe. Ich gebe auch Juden, also ich gebe Juden recht, dass was am 7. Oktober passiert ist. Bitte? Okay. Also ich wollte nur mal. Das, was am 7. Oktober passiert ist, ist eine. Also das, was passiert ist, ist wirklich unter letzte Würde. Kann ich mit Wörtern nicht erfassen. Aber jetzt hätte ich trotzdem eine Frage an dich, weil du gerade gesagt hast, du glaubst an Moses nicht, an Abraham nicht, obwohl du beide Bücher kennst oder alle drei Bücher kennst. Du bist ja ein Ex-Moslem, das weiß ich. Du hast ja viel für den Islam gemacht. Hat damit jetzt nichts zu tun, was du für den Islam gemacht hast, dass du früher Moscheen eröffnet hast oder was weiß ich. Es geht nur darum, weil du kennst alle drei Bücher. Wie kommst du jetzt darauf, dass du sagst, du erkennst nicht Moses, du weißt gar nicht, ob Moses existiert hat oder dass Abraham existiert hat oder Jesus, hast du gerade selber noch gesagt. Es gibt Theologen, es gibt Religionskritiker, es gibt viele Diskussionen. Selbst die Juden,
Selbst in Israel selbst gibt es viele Historiker und Chronisten, die einfach über bestimmte Abläufe in der biblischen Geschichte ihre Zweifel haben. Und dieser Zweifel oder dieser Raum für Zweifel muss auch gegeben werden. Ich sehe keine glaubwürdigen Punkte, die mich dazu bewegen, zu glauben, dass Moses zum Beispiel existiert hat. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Haben wir irgendwelche Spuren, die auf Moses hinweisen? Haben wir überhaupt irgendwelche Spuren, die auf Isaak und Ismael hinweisen und so weiter und so fort? Es gibt Leute, die sagen, der Exodus aus Ägypten hat nicht existiert. Es ist nicht meine Frage, meine Aufgabe, diese Frage hier zu beantworten. Oder ich habe das auch für mich nicht zufriedenstellend ausdiskutiert, weil ich meine Nase dazu nicht so sehr reinstecke, weil das für mich nicht bedeutsam ist. Die Muslime glauben, dass Moses existiert hat, die Juden glauben es, die Christen glauben es. Und insofern arbeite ich lieber damit, als zu sagen, nein, hat nicht existiert. Ich sage nur, im Raum stehen auch solche Dinge. Was mir wichtig ist, ist einfach nur, was können wir tun, damit dieses kleine Land, das sich Israel nennt, in Ruhe leben kann. Und ist das ein kolonialistischer, imperialistischer Staat? Beruht er auf modernen Kolonialismus? Oder haben die Juden zu Recht sich dieses Stück Land genommen? Und das ist für mich eher eine wichtige Frage als zum Beispiel, ob Moses existiert. Ich wollte das nur so in den Raum werfen, ohne dabei ein großes Thema aufzumachen. Das war alles. Okay. Deswegen wollte ich deine Meinung lassen. Was könnten wir dafür tun, dass halt Israel da sein kleines Land, so wie du das jetzt sagst, dass Israel da in sein kleines Land existiert? Jetzt ist es ja mittlerweile kein kleines Land mehr. Jetzt hat Israel mehr Land als die Palästina. Das ist nicht so richtig. Das ist nicht so richtig. Ja, das Einzige, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass Israel etwa so groß ist wie Hessen. Es ist wirklich ein Mickey-Maus-Land. Wenn man sich anschaut, wie viele arabische Staaten, es gibt 56 islamische Staaten, 22 arabische Staaten. Die Araber haben jede Menge Land. Und die Israelis haben nicht irgendein Land im Nahen Osten genommen. Sie haben ein Land genommen, mit dem sie eine tief verwurzelte Geschichte haben. Und das ist der große Unterschied. Aber bevor wir jetzt weitermachen, Veli, wir haben Nermin hier. Und ich würde gerne von Nermin jetzt wissen, warum sie nach oben gekommen ist. Oder er oder sie. Ich kann es jetzt von hier aus so gut sehen. Ich stumme mich auch. Ja, vielen Dank erstmal. Bitte schön. Einen wunderschönen guten Abend. Ich wollte einfach nur mitreden. Also ich weiß nicht, ob ihr auch ein bisschen Kritik vertragen könnt. Paris, Entschuldigung, Paris, eine Sekunde. Ich hatte jetzt eben gerade Nermin angesprochen, ob Nermin jetzt was sagen möchte. Nermin, möchtest du was sagen? Nermin? Nermin Oster? Hallo? Wieder runter. Ja, wenn du schweigst, musst du raus. Ja, dann macht es keinen Sinn. Gut, dann nehmen wir Paris jetzt oder Paris oder wie spricht man dich an? Nur Paris? Montreal? Alles klar. Gut, bitteschön, Paris. Paris, du musst dich entstummen. Mach dein Mikrofon auf. Ja. Okay. Kann ich vorher noch was sagen, kurz? Isaak? Ich sage, FC Hamas, komm, und Lena würden gerne, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, unten auch Moni-Rechte haben, gerne. Wenn das nicht zu viele wären. Das wäre wirklich klug, ja. Das wäre wirklich klug. Das sind gute Leute. Ja, mach ich. Vielen Dank, ich bin's. Okay, Paris, bitteschön. Okay, ja. Wer hier Israel auf diese Art und Weise beleidigt, fliegt raus. Tschüss. Jetzt habt ihr so viele Themen angesprochen, ich habe das jetzt nicht mitgekriegt, wo ihr jetzt stehen geblieben seid. Es wurde ein bisschen theologisch und wir wollten es nicht auf die theologische Schiene bringen. Wir wollten das Existenzrecht Israels weltlich, logisch rechtfertigen. Und alles, was wir hier tun, deswegen, es ist natürlich ein sehr provokativer Titel jetzt, Israel wird gewinnen. Das verstehen wir. Die Atmosphäre ist emotional aufgeladen, aber wir wollen das Existenzrecht Israels aufgrund von guten Argumenten wollen wir bestärken. Und es geht um das Existenzrecht Israels. Wenn du dazu was sagen kannst, dann herzlich willkommen. Ja, aber wenn man von dem einen Existenzrecht spricht, dann muss man auch von dem anderen Existenzrecht auch sprechen. So sieht's aus. Oder? Also du meinst von dem Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat.
Richtig, genau. Okay, so, dann ist meine Frage für dich, Paris. Wie ist deine Haltung zum Existenzrecht Israels? In Israel leben inzwischen, ich weiß nicht, 7 Millionen? 8 Millionen. Oder 8 Millionen. Ja. Ja, natürlich haben sie das Recht, da zu leben. Weil die kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, komm, hier raus. Geht ja nicht. So. Und genauso leben da auch ca. 8 Millionen Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen zusammen. Und unter anderem auch die Vertriebenen, die im Libanon leben und Syrien und Jordanien, die haben auch das Recht, dann irgendwann wieder zurückzukommen. Ja. Und auf ihre Heimat. Ja. Ja. So, und okay. Die Siedlergewalt muss natürlich auch aufhören. Es kann ja nicht sein, dass immer mehr Land denen weggenommen wird. Und okay. Das ist ja ganz klar, also, dass im Westjordanland immer mehr Siedler sich das Land aneignen, was denen nicht gehört. So, da muss man offen und ehrlich das kommunizieren. Und das ist ja auch so. Und das sieht man ja tagtäglich, diese Unterdrückung. So. Also Westjordanland, okay, also in Westjordanland. Historisch gesehen ist das Westjordanland für die Juden eigentlich das wichtigste Gebiet von allen. Ja, das ist eigentlich ein sehr wichtiges historisches Siedlungsgebiet der Juden von Anfang an. Siedlungspolitik ist immer nur torpediert worden von der UN, aber die Tatsache, dass das Westjordanland von den Israelis, dass es augenblicklich unter israelischer Verwaltung steht und dass die Siedlungspolitik nicht per se illegal ist, auch wenn die UNO Beschlüsse abgibt, das sind nur politische, aber keine rechtlich verbindlichen Beschlüsse der UNO, das kann sie nämlich nicht durchsetzen, muss Israel nicht zwingend auf seine Siedlungspolitik verzichten. Siedlungspolitik bedeutet für Israel auch Fakten schaffen. Denn das Problem mit seinen palästinensischen Nachbarn oder mit seinen palästinensischen Nachbarn ist, dass die Palästinenser diesen Staat nicht anerkennen wollen. Und Israel muss diese Fakten schaffen, damit endlich die Araber sich mit den Juden an den Tisch setzen und die Realität akzeptieren. Schau mal, ich nenne mal ein Beispiel. Es wurde gesagt, dass das Osloer Abkommen, da halten sich ja die Palästinenser dran. Ja. Die sagen, zurück zum Osloer Abkommen. So, und Israel sagt nö. Das heißt, es werden immer mehr Siedlungen gebaut. Schau mal, erstens, Siedlungsbau hat zwischen 2005 und 2020 nahezu komplett aufgehört. 2022 fing der Siedlungsbau wieder an und Siedlungen wurden gebaut. Da Israel augenblicklich das Westjordanland politisch und militärisch kontrolliert, hat Israel faktisch Verwaltungshoheit über dieses Gebiet. Und wie gesagt, für die Israelis bedienen sich der Siedlungspolitik aus anderen politischen Gründen, als die Palästinenser es wahrhaben wollen. Ich will mal auf etwas anderes hinaus. Ist dir das Osloer Abkommen wichtig, ja oder nein? Ist dir das Osloer Abkommen wichtig, ja oder nein? Würdest du dich an das Osloer Abkommen halten? Nein, das Osloer Abkommen ist lediglich ein Versuch, zwischen Palästinenser und Israelis Frieden zu stiften. Es ist ein Abkommen. Und laut dem Osloer Abkommen haben die Israelis den Palästinensern zu 99% alles angeboten, was die Palästinenser gefordert haben. Weißt du, woran das Osloer Abkommen gescheitert ist? Erzähl, na, da bin ich gespannt. An Jerusalem. Und warum ist das daran gescheitert? Weil die Palästinenser wollten Jerusalem als Hauptstadt. Die Israelis haben gesagt, nein, wir wollen Jerusalem auch haben. Und dann haben die Israelis gesagt, gut, wir nehmen West-Jerusalem, ihr nehmt Ost-Jerusalem. Und damit waren die Palästinenser nicht einverstanden. Der einzige Grund, warum die meisten Friedensgespräche mit den Israelis kaputt gegangen sind, ist an der Frage von Jerusalem gescheitert. Das war der einzige Grund. Und das ist das Problem mit den Palästinensern. Und deswegen wollte ich dir mal ein Beispiel nennen. 1848 hat die USA im Zuge des Mexiko-US-Kriegs große Teile von Mexiko den Vereinigten Staaten von Amerika zugeführt. Nevada, Utah,
Arizona, New Mexico, Kalifornien, das war alles mexikanisches Gebiet. Die Amerikaner haben das einfach zu einem Bundesstaat gemacht, der USA, und nie wieder an Mexiko zurückgegeben. Ist das die Mexikaner richtig? Haben dagegen. Ist das richtig? Moment, ich erkläre es dir. Ich erkläre es dir. Dass im Zuge des Krieges mit Mexiko hat Mexiko Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico verloren. Und dann gab es ein Versuch, diese Staaten wieder zurückzuholen oder dieses Gebiet wieder zurückzuholen. Und die Mexikaner sind daran gescheitert. Die Amerikaner haben dieses Gebiet nie zurückgegeben. Irgendwann mal haben die Mexikaner verstanden, dass sie diese Gebiete nie wieder zurückbekommen. Und dann haben sie angefangen, Realpolitik zu betreiben. Und jetzt sind sie die fünftstärkste Ökonomie auf der Welt. Sie haben einen Friedensvertrag mit der USA ausgearbeitet. Sie haben akzeptiert, dass es nun ein Teil von Mexiko, ein Teil von der USA ist. Und beide leben Grenze an Grenze friedlich miteinander. Ja, und das nicht. Ist das deswegen, Problem, was die Palästinenser sagt, nicht machen. Moment, deswegen sagt Trump, wir ziehen jetzt eine Mauer hoch. Und die Mexikaner wollen. Die Mauer ist, weil zu viele illegale Einwanderer in die USA. Ja, das ist der einzige Grund. Das ist das, was jedes, du sagst. Jedes Land hat das Recht, seine Grenzen zu schützen. Ganz besonders, wenn es eine gigantische Invasion auf die USA gibt. Das ist zu salopp erklärt. Das ist nicht zu salopp erklärt. Grenzen werden von Grenzposten geschützt. Die Mauer, der Zaun ist nur dazu da, um Illegale vor einem Grenzübertritt zu schützen. Ganz einfach. Außerdem Trump hat vor mehreren Jahren schon, hat der Mauerbau schon wieder aufgehört, als er nämlich seine zweite Amtszeit verloren hat. Und unter Biden sind die Grenzen weit offen und es gibt augenblicklich eine gigantische Flut von Menschen aus den südamerikanischen Staaten und nicht nur von denen, sondern über die südamerikanischen Staaten kommen Hunderttausende Flüchtlinge aus aller Welt in die USA. So, gut, dann jetzt wieder zurück zu dem Hauptthema. Was ich damit sagen will, ist, dass die Palästinenser immer noch nicht an dem Punkt angekommen sind, wo sie Realpolitik betreiben. Sie träumen immer noch von einem palästinensischen Staat, obwohl sie den auf diese Art und Weise nicht bekommen werden. Der Staat Israel ist existent. Der geht nicht mehr weg. Der geht nicht weg. Das Ding ist, pass mal auf, das Ding ist so. Sobald man hier ein bisschen kritischer wird, weißt du, dann wird man so gestummt und wird rausgeschmissen. So. Weil Die Wahrheit, die will hier keiner wahrhaben. Das ist Fakt. So, der Gazastreifen, das ist 75 Jahren besetzt. So, da leben Menschen unter schlimmen Bedingungen. So. Besatzung ist schon das falsche Wort. Natürlich, das ist ein Apartheidstaat. Ist es kein Apartheidstaat? Dann definier doch mal Apartheid und dann schau dir mal an, wie kann ein Staat Apartheid haben, wenn es ein multikulturelles Gebilde ist? Ja, da mit sagst 2 Millionen der Menschen, die Israel angeblich isolieren möchte. Da sagst Apartheid du, haben die Südafrikaner betrieben. Ja, du lässt mich ja nicht aussprechen. Bitte definiere das auch. Schmeiß nicht mit Begriffe diese muslimisch-palästinensische Propaganda in den Raum, sondern definiere Apartheid und dann vergleiche es mit Israel. Besetzt Israel die palästinensischen Gebiete, ja oder nein? Nein. Hat Palästina eine eigene ein eigenes Parlament, ein eigenes Militär und einen eigenen Staat? In Gaza hatten sie das, in Westjordanland haben sie mindestens eine Autonomieregierung. Haben sie nicht. Können sie reisen, wie sie wollen? Also ja, können sie. Die stehen und aus dem Gaza raus reisen, wie sie wollen. Aus dem Gaza heraus habe ich letztens dokumentiert mit Anna, die oft diese Pro-Israel-Streams macht. Es gab alleine im Jahr 2023 über 150.000 Ausreisen von Gazianern nach Ägypten zum Beispiel. Aber nach Ägypten, nicht weltweit. Na, von Ägypten können sie überall hingehen. Palästinenser, wenn sie wohlhabend sind und ein Visa beantragen, können auch woanders hingehen. Die kommen natürlich auch nach Europa. Wenn sie nach Ägypten gehen können, dann können sie auch nach Europa gehen. Das entscheiden doch die Behörden, das kann ich doch nicht entscheiden. Tatsache ist, dass es über 120.000 Grenzübertritte nach Israel von Gaza gegeben hat. Am 7. Oktober haben die Hamas nachweislich viele Araber in Israel getötet, die dort zum Arbeiten gefahren sind. Ich habe meine Frage. Du kommst jetzt
zum Thema. Wurde die Hamas von Israel finanziert? Ja oder nein? Ja, teilweise. Aber nicht die Hamas, nicht die Hamas. Nein, nein, die Hamas wurde teilweise von Israel unterstützt und bezahlt und gefördert, politisch aus ganz bestimmten Gründen zu einer ganz bestimmten Zeit. Als die Charity waren, aber nicht als die Hamas waren. Nein, die Hamas wurde von Israel einfach nur benutzt, um die PLO zu schwächen. Aber sie wurde nicht genau. Die Israelis haben die Hamas nicht gegründet. Sie haben einfach gesehen, das ist ein starker politischer Flügel, der richtig, der zu einer Zeit gegründet wurde, als die Hamas eher Interesse hatte, den Gazianer zu helfen und nicht so sehr eine politische Bewegung zu sein. Und dann haben sie gesagt, gut, okay, unterstützen wir die Hamas. Und die Hamas verdrängt dann den PLO-Flügel im Gaza. Und vielleicht wird die Hamas ein Ansprechpartner für uns. Das war eines der Beweggründe, warum der israelische Staat die Hamas für eine kurze Zeit politisch bevorzugt hat, weil sie nämlich keine Nationalbewegung waren, sondern eine soziale Bewegung. Perins, du möchtest mal bitte entweder etwas deutlicher reden. Ich höre von unten vom Chat, du sprichst sehr undeutlich. Okay. Ich habe das extra gesagt. Also, Elisha, du auch bitte. Du bist fast kaum zu verstehen. Moment bitte, Elisha, bitte. Ich habe extra nochmal, deswegen habe ich extra zu dir das gesagt, damit du ihn nochmal aufklärst, weil die nehmen das ganz anders auf. Die sagen dann überall im Stream, wir haben es von denen und denen gehört, die haben auch gesagt, dass der Hamas von Israel bezahlt wurde, aber die wissen die Erklärung nicht, wofür. Deswegen habe ich das nochmal betont, das war eine phasenweise Unterstützung und es war eine zweckmäßige Unterstützung. Okay, das ist dein Standpunkt. Aber was macht man jetzt mit 1,8 Millionen Menschen aus Gaza? Da muss doch irgendwas passieren jetzt, oder? Also, du fragst jetzt, was mit den Menschen ist, die jetzt aus den Kriegszonen geflüchtet sind und sich in die Zonen zurückgezogen haben. Richtig. Ja, also, Tatsache ist, Israel hat sich 2007 aus dem Gaza zurückgezogen, hat 7000 Siedler gewaltsam aus Gaza herausgeholt, damit Land gegen Frieden möglich gemacht werden kann. Die Hamas hat diese Zeit hervorragend genutzt, um sich einen militärischen Flügel aufzubauen. Sie hat dann nach 2007 unzählige Attentate und Raketen auf Israel geschossen. Israel hat von Zeit zu Zeit auch darauf reagiert. Aber irgendwann mal wurde es ruhig. Und das war der Moment, wo die Hamas angefangen hat, sich auf einen gigantischen Konflikt mit Israel vorzubereiten. Ja, ich habe mal eine Frage. Es wird immer vom 7.10. gesagt, 7.10. Was mich wundert ist, die Grenze, die ist ja, das ist die am meist geschützte Grenze weltweit. Ja, ist es doch, oder? Das stimmt nicht. Die ägyptische Grenzen sind viel besser geschützt als die israelische Grenze zum Gaza. Aber ist doch... Die Grenze Nordkorea ist übrigens auch... Nordkorea, Südkorea, also bitte. Ja, aber die ist doch gut... Viel besser geschützt als Israel-Grenze. Hast du mal gesehen, mit was die Hamas-Leute am 7. Oktober die Grenze zu Israel kaputt gemacht haben? Womit? Ja, die sind einfach mit einem Bulldozer durchgegangen. Versuch okay. das mal. Okay, danke. Versuche okay. das mal mit der ägyptischen Grenze von okay, Gaza. Okay. Das hätte nicht geklappt. Okay. Das ist ja Wüste da, weißt du? So, ein Bulldozer fährt vielleicht 20 km/h. Das heißt, den Bulldozer, den musst du erstmal bis zur Grenze bringen. Und auch Motorräder, da sollen ja angeblich Tausende von Menschen die Grenze gestürmt haben. Aber man sieht doch von Weitem, dass so ein Bulldozer Staub aufwirbelt. Da sieht man doch auf der anderen Seite, ey, pass mal auf, hier fahren so viele Autos, Staub und Sand wird aufgewirbelt. Muss man doch schnell reagieren, oder? Also, noch einmal, an diesem Tag, diese Grenzen waren nicht stark bewacht. Es gab sogenannte Operation Rooms, wo Frauen dort gesessen haben und haben die Grenze über Kameras überwacht. Das war deren Aufgabe in dieser Zeit. Aber man kann doch, man weiß doch ganz genau per Kameras, so was da passiert, wenn Staub aufgewirbelt wird. Ganz dann bedachtet. Und so ein Bulldozer, der braucht doch der fährt nur 20 oder 30 km/h.
Also? Schau mal, du willst von mir jetzt eine Erklärung haben, warum das der Vorfall vom 7. Oktober geschehen konnte, richtig? Ja, aber warum kommt der Bulldozer erst bis dahin und man bemerkt den irgendwie nicht? Oder Motorräder und so. Die wirbeln doch so viel Staub auf. Die Posten, die es gesehen haben, haben haben auch dagegen gekämpft. Aber sie waren unterbesetzt und ich kann dir das erklären. Moment, es passiert ja noch was. Paris, kannst du bitte lauter reden? Man hört dich kaum unten hier ab. Und es raschelt auch so, Paris. Wenn der Bulldozer da angekommen ist, so, dann braucht er auch Zeit, bis er diese Grenze passiert hat. Es kommt ja, glaube ich, erstmal ein Zaun oder kommt irgendwie noch was und dann kommt noch ein Zaun, bis er das alles kaputt gemacht hat, damit man da rüberkommt. Das dauert auch über Stunden. Und nein. Trotzdem reagiert keiner? Wie weit waren die palästinensischen Dörfer von der israelischen Grenze entfernt? Nein, es geht um die Grenze. Um die Grenze und diese Vorbereitung. Die Leute sind teilweise dahin gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren. Sie sind mit dem Motorrad gekommen oder mit den Autos. Das alles hat 20 Minuten gedauert. Mit so einem Bulldozer fährst du vom nächsten palästinensischen Dorf aus Gaza zur israelischen Grenze in 20 Minuten. Nein, Moment. Die Grenze, die ist ja, da ist ja noch eine Sicherheitszone. Davon es gibt keine Sicherheitszone, das stimmt nicht. Es gibt keine Sicherheitszone. Es gibt keine Pufferzone. Ägypten hat zwischen Gaza und sich selbst viele palästinensische Dörfer geräumt und dort eine Pufferzone eingerichtet. Israel hat keine Pufferzone eingerichtet. Okay, aber die Grenze, die ist doch, wie gesagt, also die ist sehr, sehr gut bewacht, auch mit Sensoren. Ich habe gehört, sogar wenn Katzen sich da aufhalten, die werden sofort erkannt. So. Es gibt Selbstschussanlagen, die Leute gebraucht haben, zu nah an die Grenze heranzugehen. Ja. Aber du vergisst eine Sache. Es war ein koordinierter Angriff, deren Planung und Durchführung Monate in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus waren Dutzende, wenn nicht Hunderte Hamas-Kämpfer an einer kombinierten Luft-, Land- und See- und Raketen Angriffe beteiligt. Nicht nur die Hamas, sondern es waren auch ausländische Geheimdienste beteiligt, wie der iranische Geheimdienst. Es war die Hezbollah war daran beteiligt und hat mit ihren Spionagesystem die Hamas unterstützt. Es war eine viel größere Angelegenheit. Ja, aber willst du mir sagen, dass die Israelis sowas nicht rauskriegen? Die wissen das nicht. Die wissen doch alles, was normalerweise da passiert. Deswegen kann ich dir das aufschlüsseln, warum einige Dinge dort schiefgegangen sind. Ja, erstens hat Teheran mitgeholfen. Dann die Frage, wie konnte der israelische Geheimdienst, der angeblich zu den Besten der Welt gehört, so überrascht werden? Ja, ein Versagen der Geheimdienste ist immer wie ein Flugzeugabsturz. Es geht nicht nur eine Sache schief, sondern eine Reihe von Dingen, die sich zu einer Katastrophe also, aber du willst mir sagen, dass so ein Bulldozer, der so viel Staub aufwirbelt, der 20 km/h fährt, der bis zur Grenze hinkommt und die Grenze über eine Stunde versucht, irgendwie zu passieren, dass da nichts passiert. So, man mobilisiert nicht alles Mögliche, so. Und dann ist man die Grenze durch und dann reagiert kein Mensch, so. Nochmal. Man lässt Leute, hör mal zu. Nein, die Frage kann ich dir doch beantworten. Die Hamas hat mit Hilfe des das kommt immer dasselbe. Beantworte mir das. Alle Funkstationen an der Grenze zu Israel mit Raketen aus der Luft bombardiert. Also nicht mit den Raketen, sondern Drohnen drüber geschickt und hat alle Funkmaster an der Grenze ausgeschaltet. Die Leute konnten. Du hast nicht gesehen, was die Hamas gemacht hat? Du hast nicht gesehen, was die Hamas gemacht hat? Ich habe das nicht, um ehrlich zu sein, nicht. Die Drohnen, so viel. Die haben Drohnen mit kleinen Sprengkörpern über diese Posten abgeworfen und haben Israels Grenzsatellitensystem damit ausgeschaltet. Ja. Und darüber lachst du? Also das ist mir sehr, sehr suspekt. Ich kann nichts dafür, dass du diese Dokumentation nicht gesehen hast. Aber die Fakt, dass Hamas damit geprahlt hat, dass es faktisch Drohne über die technischen Satellitenanlagen und über die technischen Funkanlagen geschickt hat, um dort Bomben abzuwerfen, die genau diese Zentralen dort zerstören,
ist eines der Gründe, warum Israel von dort nichts mitbekommen hat. Und dann darf man auch nicht vergessen, sie sind im Morgengrauen gekommen. Dann darf man eine Sache nicht vergessen, es war ein jüdisches Fest zu dieser Zeit. Es waren nur sehr wenige Soldaten. Viele Soldaten waren zum Landurlaub im Landesinneren. Ach so. Es waren kleine militärische Einheiten dort. Und es waren mehrere Jahre Frieden. Und das alles hat zu einem trügerischen Gefühl geführt, dass man auf diese Art und Weise nicht einen Angriff aus dem Gaza erwarten darf. Ach so, alles klar, okay. Selbst an so einem jüdischen Fest. Ja, ein Moment, Paris. Ja, ein Moment, Paris. Wenn ich jetzt meine Wohnung nicht abschließe und ich habe 10 Kinder und einer fällt ein und tut die Hälfte, sag ich mal, wegschaffen. Bin ich schuld, dass ich nicht abgeschlossen habe? Oder diese Verbrecher? Ja, antworte. Ja, du hast mein Mikro stumm geschaltet. Nein, ja, antworte. Weil die Frage ist ganz einfach. Man kann ihn sehr schlecht hören, unten auch sehr schlecht. Und ja, sehr, du, kannst, etwas du kannst so eine Sache mit der anderen nicht, das ist das nicht. Okay, gut, dann holen wir jemand anderes hoch. Tut mir leid, mein Lieber, aber wir verstehen dich nicht. Du raschelst ganz extrem und es ist sehr schwer, dich auch zu ertragen, weil das Rascheln macht mich verrückt und wahrscheinlich auch die anderen. Okay. Aber wir haben hier noch Ali Khan, da genau. Hat noch nicht gesprochen. Oder Anil Hallo Khan. Hallo zusammen. Also, ich bin der Meinung, dass Israel im Recht ist und das Recht hat, sich zu verteidigen. Weil Hamas sind für mich genau das Gleiche wie die PKK. Eine Terrororganisation. Nichts anderes. Genau. So sehe ich das. Und auch, dass zum Beispiel ein Land, zum Beispiel, ich war selber in Israel, wir haben dort Urlaub gemacht. Wir waren aus der Türkei mit so einer türkischen Reisezielgruppe dort. Wir wurden sehr gut behandelt. Wir haben nichts Negatives gemerkt. Auch ich habe extra einen T-Shirt angehabt, wo eine türkische Fahne drauf war. Und man hat nichts Negatives auf uns kommen lassen. Also war alles super. Und ich habe auch gesehen zum Beispiel, dass nicht Israel selber als Land, sondern es gibt bestimmte Gruppen in Israel, die gegen die Moslems sind. Im Großen und Ganzen, Israel ist nicht so. Da gibt es eine bestimmte Gruppen, die sind sogar gegen Christen, gegen Moslems, die sind gegen alles. Die sind nur fanatisch. Sonst Israel selber. Das sind, schau mal, Gada Gaguru. Das sind Splittergruppen, kleine Gruppen und im Großen und Ganzen gibt es kaum Rabbiner oder Juden, die sich mit Islamkritik auseinandersetzen. Ganz im Gegenteil, wenn du im Internet nach Rabbinern suchst, die ihre Meinung zum Islam abgeben, siehst du durchweg positive Videos, die versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Ich verstehe deinen Punkt überhaupt, wieso du das überhaupt hier überhaupt in den Diskurs hineinbringst. Das ist absolut... Nein, ich wollte eigentlich mit dem Paris reden, aber der ist leider auch krank. Weil der redet ja hier von Dings-Palästinenser, woher sind die gekommen? Das war früher alles, damals gab es dort keine Palästinenser. Palästinenser, die jetzt da sind, das sind alles Flüchtlinge, die aus den Nachbarländern dahin gekommen sind. Damals, wo Moses die Juden dahin geführt hat, das Land war das erste Mal Israel. Also das Land gehört denen. Ja gut, aber ich gehe trotzdem auf den Punkt dort ein, dass du sagst, dass es dort Gruppen gibt, die Christen und Muslime nicht mögen. Ey, ich sag dir eine Sache. Wenn es ein Land, ein islamisches Land geben würde, heute, das Juden genauso behandelt, wie Juden Muslime behandelt in Israel, also ich sag dir, dann würde ich dort öfters Urlaub machen. Und die gibt es auch, Gott sei Dank, zumindest die Länder, die sich dem Westen annähern. Und das ist zum Beispiel langsam auch Saudi-Arabien, aber halt auch Dubai,
Aber das sind halt nicht die Mehrheit der ganzen islamischen Länder. Wie gesagt, das Judentum hat kein Problem mit dem Islam. Und auch laut einer Studie leben circa 95% der Christen sehr, sehr gerne in Israel, fühlen sich dort sehr gut aufgehoben und würden niemals aus dort auswandern. Diese ganzen Videos, diese teilweise gestellten Videos, die du im Internet findest, sind gezielt aufgenommen worden, um Zwietracht zu stiften. Ich selber habe bei meiner letzten Israel-Reise erlebt, wie Christen explizit extra, also wirklich, die Aktion war echt eklig, und ich sage nicht, dass alle gleich sind, aber wir sind am Schabbat zur sogenannten Klagemauer gegangen. Ja. Und Christen wissen, dass wir an diesem Tag keine Elektronik benutzen und uns auch wirklich davon fernhalten, weil das ist ein Familientag, ist ein Tag für Gott, Tag für die Familie. Und sie gingen uns gezielt entgegen mit einem riesengroßen hölzernen Kreuz, mit Dashcams auf der Brust und haben uns versucht zu provozieren. Wir sind natürlich nicht drauf eingegangen. Ja, aber das ist meine persönliche Erfahrung gewesen. Also mach so etwas mal in einem islamischen Land mit einer Dashcam und an einem besonders heiligen Tag bei den Muslimen und trete den Leuten da mal auf den Schlips halt. Ja, ich sag, das ist überhaupt keine Chance, die würden dich sofort angreifen. So ist das. So ist das. So ist es aber bei uns nicht gewesen. Die hat keiner angegriffen, die hat keiner angefasst. Und wie gesagt, ich habe es am eigenen Leib erfahren, selbst erlebt, und das sind persönliche Erfahrungsberichte. Aber was ich gemerkt habe, zum Beispiel die Amerikaner, die USA versucht, Israel in einen Krieg reinzubringen mit Iran. Was sagt ihr dazu? Die Amerikaner haben versucht was? Die Amerikaner versuchen, dass Israel und Iran, dass da ein Krieg entsteht. Wie denn? Indem zum Beispiel, die sagen zu Israel, wir stehen hinter euch und so weiter, wir unterstützen euch. Und nachdem zum Beispiel das Konsulat von den Iranern in Syrien angegriffen wurde, die Amerikaner, die Pressesprecherin sagt direkt, wir haben damit nichts zu tun, wir unterstützen sowas nicht und Israel hat selber gehandelt, wir haben damit nichts zu tun, das müsst ihr mit denen klären. Annike, du kennst die Geschichte nicht. Bis zum Sturz des Schahs 1979 war der Iran bzw. Persien mit Israel verbündet. Erst als der Schah gestürzt wurde, haben die Mullahs generell gegen Israel geschossen. Ja, klar. Und die Mullahs haben immer irgendwie einen Grund gesucht oder irgendwie eine Möglichkeit gesucht, Israel direkt anzugreifen. Das haben die haben bloß bis jetzt noch nie direkt einen Grund gefunden. Jetzt haben sie angeblich einen Grund gefunden, warum sie Israel angreifen möchten. Bloß, wie gesagt, die anderen Gründe, die sie immer hatten, waren obsolet. Konnte man in die Tonne kloppen. Ja. Mit dieser einen Sache haben sie den Grund gefunden. Aber wie gesagt, die Amerikaner wollen Israel und Iran nicht aufeinander hetzen, weil sind sie mit ihnen involviert. Ja, die haben woanders auch schon Probleme. Die haben keinen Bock drauf. Die leben doch von sowas, guck mal. Ja, klar, aber trotzdem, die haben keinen Bock drauf, weil die Amerikaner haben als Weltpolizei genug Probleme. Da haben sie, ja, die haben Taiwan, Nordkorea, Russland das Problem. Die haben keinen Bock jetzt nochmal auf Iran, obwohl Iran seit Jahren schon das Problem ist. Das Schlimme ist, dass die iranische Bevölkerung immer noch nicht geschafft hat, ihre eigenen Führungskräfte aus dem Land zu jagen, in die Turmhalle vom Kopf zu reißen und sie damit rauszujagen, beziehungsweise als Peitsche zu verwenden, um sie ins Rote Meer zu jagen. Das schaffen die auch nicht. Das ist ein Diktatorenland. Da gibt es keine freien Wahlen, gar nichts. In Iran hat über 80 Millionen Einwohner. Allein von diesen 80 Millionen sind 45 Millionen Aserbaidschaner. Also Iran hat gar nicht so viele. Und Teil davon sind Perser. Es leben in Iran sind vielleicht höchstens mal 25 Millionen von diesen Mollahs. Der Rest hat mit denen nichts zu tun. Die werden nur unterdrückt, die haben keine Chance, weil die einfach die Militärpolizei haben und freie Schussbahn haben, die können machen, was die wollen.
Deshalb hat man keine Chance dort. Iran kann man nur von den Mollahs befreien, indem man die wirklich bekämpft. Aber das muss anders stattfinden, nicht über Israel, nicht über dritte Länder, das muss von innen auskommen. Wie gesagt, seit vor Monaten ist die Sache leider nicht hoch genug gekocht worden, um, wie gesagt, das Mullah-Regime richtig endgültig zu stürzen. Richtig, weil wenn Israel Iran angreift, Israel hat nichts davon. Israel wird nur Schaden davon tragen. Jedes Land wird da einen Schaden davon tragen. Das wird ja auch keiner behaupten. Die Israelis hatten aber schon mal den Plan vor vielen Jahren, die Atomanlagen, die Iraner haben, anzugreifen. Bloß die Amerikaner haben sie weg, beziehungsweise von abgehalten, und die Israelis haben auch gemerkt, die Entfernung ist zu groß. Auch die Saudis inzwischen würden am liebsten mit Israel zusammenkämpfen als mit Iran. Ja, Iran ist das Einzige, also nicht Iran. Wir müssen aufpassen, wir müssen Iran von den Mollahs trennen. Weil im Iran, die Menschen sind ganz anders, die ticken anders. Nur die Mollahs, die dort sind, die sind wirklich schlimm. Und das sind vielleicht 20 Millionen. Iran hat 84 Millionen Einwohner. So musst du denken. Und ich möchte auf jeden Fall nicht, dass wegen USA dort noch ein Krieg ausbricht. Weil wenn dort ein Krieg ausbricht in Iran, ne, da wird Israel drunter leiden, da wird Türkei drunter leiden, da wird Russland drunter leiden, Aserbaidschan wird drunter leiden, vieles. Und wer lacht am besten dann? Der Amerikaner wieder. Deshalb müssen wir aufpassen. Also, Anni Khan, guten Abend. Ich wollte nur sagen, Israel wird Iran nicht angreifen, genauso wie Iran wird Israel nicht angreifen. Genau, ich hoffe, dass das auch so bleibt. Das wird nie passieren, weil Iran ist alleine, hinter dem Iran ist niemand, nicht mal Russland. Und Iran wird dann sehr, sehr leiden davon, weil Menschen, das führt dazu, dass die Menschen sogar Israel helfen werden, weil die Bevölkerung des Irans ist gegen sein eigenes Regime. Deswegen, das wird sich nicht trauen, weil die haben die verlieren jetzt an Stimmen und an Vertrauen, und deswegen nie, weil es war eine Vereinbarung vor kurzem, durch den Hamas, wollte ein Abkommen machen und hat gesagt, dass die nicht angreifen, wenn Israel 900 plus 100 Palästinenser rauslässt, und die würden dann dafür 40 israelische Geiseln rausnehmen, aber über diese Geiseln gibt es keine Angaben, deswegen wird das nicht entstehen. So, das war das Einzige. Also Iran sucht jeden Grund, um einfach davon zu kommen. Deswegen, es wird nicht passieren. Gut. Okay, dann lass uns jetzt mal wieder so ein bisschen von der iranischen Schiene weggehen, obwohl die Iraner oder das eben Mullah-Regime tatsächlich da eine große Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass der Iran 45 Millionen Aserbaidschaner hat. Das ist nicht richtig, die Zahl. Aber es gibt große Enklaven im Iran von Aseris, aber das sind nicht 45 Millionen. Die Zahl ist zu hoch. Die andere Sache ist Iran hat eine sehr stark anti-israelische Politik und Ausrichtung. Das ganze Mullah-Regime fußt auf der Idee des Antizionismus und der Zerstörung Israels. Und deswegen, Iran wird früher oder später sicherlich auch bei Israel noch eine größere Rolle spielen.
als wir uns das jetzt vorstellen können. Ich wünsche mir aber auch keinen Konflikt. Die Iraner müssen das Mullah-Regime selber entsorgen. Einmischung von außen ist immer hässlich und führt zu jahrelang Bürgerkrieg und zum Zerfall eines Landes. Und ich möchte nicht, dass der Iran auseinanderfällt in ein Aserbaidschan, in ein Kurdistan und ein Balochistan und Turkmenistan und weiß der Geier was alles, sondern dass das Land zusammenbleibt. Und deswegen müssen die Iraner selber dafür sorgen, dass das Mullah-Regime geht. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Die andere Sache ist die, es gibt sehr viele vernünftige Gründe, warum das Existenzrecht Israel nicht zur Debatte steht. Wir debattieren es aber trotzdem. Ja, ist zwar ein Oxymoron jetzt, was ich gesagt habe, aber trotzdem, es ist, was es ist. Wir diskutieren darüber. Und wenn Leute jetzt in dem Chat sind, die meinen, dass From the River to the Sea heißt, dass das ganze Land den Palästinensern gehört, dann können wir gerne darüber sprechen und dann können wir uns darüber unterhalten. Also wenn wir jetzt Leute haben, die eine antizionistische, anti-israelische Position haben, dann können sie gerne nach oben kommen und wir diskutieren dann das Phänomen Israel. Ja, und dann können wir uns das alles ansehen. Aber dazu müsst ihr dann hochkommen und dann einfach als Gast sich einladen lassen und dann herzlich willkommen. Okay? Im Moment ist es so, hört überhaupt noch jemand hier zu? Ja, klar. Ah, okay, ja, ja, so tot. Ja, ja, wir sind halt nur so höflich und lassen dich ausreden. Ne, weil sich auch im Chat nichts bewegt hat. Und dann dachte ich, boah, was ist denn hier los? Ich gucke schon mal, ob da irgendwie kontroverse Leute dabei sind. Ah, jetzt gehen die ganzen Nachrichten wieder los. Das war eben war gar nichts. Also ich dachte wirklich, es ist alles das war hier tote Hose hier. Kontroverse Nachrichten. Ja, ja, wer was dagegen hat, kommt hoch. Ja. Ah, okay, Blue Wolf. Okay, alles klar. Ich dachte eben, das sei ein Softwareproblem hier, so ein Bug, der alles hier lahmgelegt hat. Ja, also ihr seht, man kann auf einer sehr weltlichen Basis, kann man durchaus sich vernünftig und rational über das Existenzrecht Israels aussprechen. Und deswegen, wenn jemand im Chat ist, der das ein bisschen gegenteilig sieht, dann nach oben kommen und wir unterhalten uns. Genau, die Ruhe vor dem Sturm. Ich dachte wirklich, also es ist ja alles komplett im Eimer. Das war wirklich jetzt gerade eben merkwürdig. Ich dachte, ich quatsche hier nur mit meinem Telefon. Ja. Also, Elisha, eine Frage. Du bist auch jüdischer Herkunft, oder? Ja. Okay, lass uns doch mal innerhalb der Bubble jetzt mal kurz unterhalten. Warst du schon mal in Israel? Ja, ich bin fast jedes Jahr bin ich bis Corona kam und dann. Ah, okay. Also anders jedes Jahr für ein, zwei Monate, ja. Okay, alles klar, alles klar. Und wenn du nach Israel gegangen bist, hast du dann auch so ein bisschen darauf aufgepasst, so auf die arabische Bevölkerung, die dort ist? Kann man der arabischen Bevölkerung aus dem Weg gehen oder sieht man die überall in Israel? Ehrlich gesagt, ich habe die bemerkt. Erst als ich im Elat war, nee, nicht Elat, tot ins Meer, war alles relativ locker. Die haben mit uns gegessen, also so im am Meer waren die. Also ich habe die ehrlich gesagt nicht so beobachtet. Ne? Also war als ich da okay. Habe, die waren ganz okay, freundlich. Also wir haben normal, also ich kannte damals nicht so, also ich kann jetzt immer noch nicht, aber damals konnte ich kein Wort, kein Hebräisch, auf Englisch begrüßt und ja, die Kinder haben gespielt, das war's. Also das ist übrigens auch ein Zeichen dafür, dass es so etwas wie die Apartheid gar nicht geben kann, weil nur in einem Apartheidstaat wäre diese Unterscheidung, würde man individuell so eine große Unterscheidung machen. Aber die Menschen leben da einfach und sie lassen sich gegenseitig in Ruhe oder haben sogar freundschaftliche Beziehungen untereinander. So ja. Ist das. Ich kann dir sogar sagen, ich weiß, ob das hier Lady weiß. Wie ist dein Name, Lady? Entschuldigung. Meine? Ich schlag die mal Elisha. Meine? Meinst du? Elisha.
Ja, Elisha. Elisha. Okay, Elisha, also das Ding ist halt, wo du es weißt, so gut wie alle Busfahrer in Israel sind Araber. Ja. Alle Taxifahrer sind Araber. Alle Automechaniker sind Araber. Das verfolgt mich sogar heute. Mein Mechaniker in Deutschland ist sogar palästinensischer Araber. Das heißt, die Verfolgung sogar bis nach Deutschland hin sind unsere Automechaniker. Das heißt, und dort lebt man mehr oder weniger eigentlich zusammen. Natürlich, aufgrund dieser Spannungen, sieht man sich zweimal um, wo und mit wem man gerade irgendwie, wo man sich gerade befindet, halt, ja. Also, das ist safe so. Das wird dir auch jeder in Israel lebender Jude sagen. Ich kenne viele Leute, die dort leben, logischerweise. Und bin auch fast jedes Jahr dort, Gott sei Dank. Ansonsten, die Menschen leben an sich gut zusammen, also mehr oder weniger halt, ja. Da, wo Und ich ja. bin, da, wo ich immer in Israel bin, wo meine Verwandten leben, das sind mehr Ashdod, ne? Und da sind weniger Araber. Und mehr, die sind mehr in Jerusalem dort, ne? Und da habe ich mehr gesehen. Und als wir am Totes Meer waren, da waren auch ein paar, wie gesagt, Kinder, war ganz okay, also da gab es keinen Streit, gar nichts, ne? Also war alles okay, wie Menschen halt, ne? In der Latte gehen da Leute auch, also siehst du Araber überall im Geschäft dort, Was einfach habe ich gesehen? überall. Ja, es kann sein, aber ich habe damals, wenn ich jetzt dort wäre, hätte ich das be bestimmt so beobachtet, aber damals habe ich gar nicht darauf geachtet. Ja, Ich habe meint ihr durch also, die meint. Kleidung gesehen, durch die Ja. Kleidung, weil die verdeckt müssen sein müssen. Da habe ich ja gesehen, dass das Araber Meint ihr waren. wirklich nach 75 Jahren Unterdrückung, also im Gazastreifen, dass wenn, sagen wir mal, die Hamas komplett ausradiert wird, dass die Palästinenser im Gazastreifen dann nochmal 75 Jahre lang warten und einfach zugucken und sich nicht organisieren? Worauf willst du hinaus jetzt? Ich verstehe deine Frage nicht so ganz. Ist Wenn doch ganz jemand. einfach. Von welcher Unterdrückung sprichst du eigentlich? Wer spricht denn hier gerade? Das ist dieser Paris war kurz Palästinenser, da. der ist Paris ab. war kurz da. Nochmal? Paris war kurz wieder hier. Ach so, und der hat das eben gerade gefragt? Ja, Ah, okay. okay. Ich habe das jetzt auch nicht verstanden, wo hinaus er möchte, aber ich glaube schon, dass er in eine andere Richtung lenken wollte. Guck mal, die Leute waren nie in diesem Land. Keiner von den Leuten hier im Stream, zumindest die wenigsten, haben sich ein Bild von diesem Land gemacht. Das wird alles, man wiederholt nur ein und dieselbe Scheißpropaganda, Entschuldigung für den Ausdruck, den man wieder Ja, hört hier das überall. stimmt. Und mehr ist das nicht, Mann. Ich bin so oft dort gewesen. Und das, was die Leute sich hier ausmalen von einer sogenannten Apartheid. Leute, guckt euch Libanon an. Da seht ihr, was Ja. Apartheid ist, wie die Palästinenser dort behandelt werden. Geht auf die Straße, demonstriert gegen die Unterdrückung der Palästinenser im Libanon, gegen ihre muslimischen Brüder halt, ja, die sie behandeln wie Scheiße. Entschuldigung, also ich werde da sehr emotional, weil es einfach eklig ist, wie die Leute dort behandelt werden. Wieso Ja. geht dann auch nicht auf die Straße? Da siehst du, was Apartheid ist. Die Also. Leute haben kein fließendes Wasser teilweise, sind ausgeschlossen vom öffentlichen Schulsystem, dürfen keine Krankenhäuser besuchen, zumindest ihre eigenen, sind, ich glaube, von insgesamt 43 Berufsgruppen ausgeschlossen, dürfen nur in Ghettos leben, die Kinder dürfen nicht auf öffentliche Schule gehen, es gibt keine Krankenversicherung für die, also wenn du von Apartheid reden möchtest, dann kannst du nach Libanon gehen und dich Ja, damit Apartheid was auseinandersetzen. sagst du denn zu den Checkpoints im Westjordanland? Sehr Ist das wichtig. Richtig und wichtig. denn keine Unterdrückung? Es ist absolut richtig und wichtig. Stell dir mal vor, es gäbe keine Checkpoints, dann hättest du den 7. Oktober wesentlich öfters als nur am 7. Oktober letzten Jahres. Haben denn die Palästinenser genau selbe Rechte? In Israel auf den Unis sind Araber. Überall Nein, sie haben nicht sind Araber integriert. dieselben Rechte. Sie Warum denn haben nicht? nicht dieselben Rechte. Ja, ich denke, Es das geht ist doch. die Demokratie im Nahen Osten. Entschuldigung, die Araber, die israelische Staatsbürger sind, genießen die gleichen Rechte und Pflichten wie die Juden in Israel. Die Palästinenser, die in den Palästinensergebieten leben, außerhalb, sie betreiben Apartheid, denn kein Jude kann auf palästinensischem Boden leben. Ja, ein Jude, schon vergessen, dass mal ein Fahrzeug mit zwei jüdischen, mit zwei israelischen Soldaten, die in Zivil gekleidet waren, aus Versehen falsch abgebogen sind und in den Gaza reingefahren sind und dort brutal gelyncht worden sind.
Apartheid existiert übrigens in Gaza und in Westjordanland, wo Juden nicht leben können. Oder einfach nur in ihren Enklaven. Aber es ist das palästinensische Gebilde, das keine Juden in ihrer Mitte toleriert. 2 Millionen Araber auf israelischem Boden. Und ich will mal Folgendes erwähnen. Es war ein Araber, ein arabischer Christ, der damals, glaube ich, 2006 oder 2007 den israelischen Präsidenten, er helft mir, wie war sein Name nochmal, in den Knast gebracht hat. Wer weiß es? Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Wie stehst du dazu, dass in der Knesset Ultra-Rechtsextreme sitzen? In der Knesset sitzen auch Araber, ne? Sag mal, und Linke sitzen auch dort. Die Regierung damit mit denen bilden. Ist das okay? Also das haben wir nicht zu entscheiden. Das soll israelische Volk entscheiden. Wir mischen uns da nicht ein. Aber ja, okay. Das ist Netanyahu gemacht. Okay. Er macht alles richtig und ich finde, er macht es gut. Also das ist in Ordnung, dass man also recht extrem. Moment. Die Araber haben in der israelischen Knesset ihre eigene politische Partei gegründet. Zweitens, es ist ein Ausdruck der israelischen Demokratie, dass es auch innerhalb des israelischen Parlaments unterschiedliche Flügel gibt. Genauso wie es die in jedem gesunden System gibt, dass es einen Flügel gibt, der konservativ ist und einen Flügel, der links ist. Die bilden ja die Regierung, das ist das Problem. Also erst einmal... Ultra-Rechtsextreme. Der Begriff ist nicht zulässig für diese Leute. Das sind höchstens Ultra-Orthodoxe. Nein, Ultra-Rechtsextreme. Ultra-Religiöse. Und sie haben eine extrem nationale Vorstellung vom Staat Israel. Und das ist auch normal in Bezug auf den Staat Israel. Dass es so einen Flügel gibt, ist ganz normal. Das ist das natürliche Ergebnis von der Geburt Israels, dass es einen Nationalflügel gibt, einen extrem streng konservativen Flügel gibt, der zum Beispiel keine Vermischung mit Arabern möchte. Es ist nicht schön, ich begrüße das nicht, aber Israel ist insgesamt eine Demokratie wie im westlichen Sinne und deswegen sind die Gesetze, die in Israel auch verabschiedet wurden, genauso tolerant gegenüber Minderheiten wie in der westlichen Welt zum Beispiel. Ja, Israel ist zum Beispiel für LGBTQ-Leute ein sehr, sehr sicherer Hafen. Ja, Israel ist ein sehr sicherer Hafen in Bezug für Araber. Und wenn diese Araber vor der großen Frage stehen würden, israelischen Pass abgeben und jordanische Staatsbürger werden, dann möchte ich gerne sehen, ob die meisten Araber, die in Israel leben, dann ihren Pass abgeben und dann zum Beispiel jordanische Staatsbürger werden wollen oder palästinensische Staatsbürger. Ja. Sagt das Israel ist ein sicherer Hafen für schwule Araber, das musst du auch erwähnen, hat Kian. Sagt das auch der Itamar Ben Gvir? Nochmal. Kennst du jemand anderes außer Ben Gvir? Ja. Nochmal, es gab einen arabischen Christen mit dem Namen George Kara und er hat den israelischen Präsidenten Moshe Katsav damals in den Knast gebracht. Ja, er war der höchste Richter am israelischen Gerichtshof. Und er hat mit seinem richterlichen Beschluss den israelischen Präsidenten in den Knast gebracht. Der Botschafter von Finnland ist ein Araber. Ja, Araber gehen in die Diplomatie für Israel und repräsentieren Israel auch auf internationaler Bühne. Das ist der große Unterschied. Und deswegen zieht der Vorwurf der Apartheid auch nicht. Weil es ein Apartheidstaat segregiert zwei Völker voneinander, hält sie voneinander ab. Aber das tut Israel nicht. Israel verschmelzt sich. Israel ist auch keine homogene Gesellschaft. Israel ist eine multikulturelle Gesellschaft. In ihr leben Menschen aus 100 Nationen. Man kann dort schon gar nicht Apartheid durchsetzen. Natürlich, die Unterdrückung der Palästinenser. Es gibt keine Unterdrückung der Palästinenser. Na klar. Es gibt keine Unterdrückung der Palästinenser. Die haben doch nicht gleichmäßig Zugang zu Wasser. Israel verschenkt das Wasser. Israel verschenkt Strom. Israel kümmert sich, verwaltet. Müssen sie unter Apartheidstaat, müssen sie das. In Gaza, obwohl es das nicht tun muss. Das müssen sie. Doch, müssen sie. Seit 2016. Die Menschenrechte besagen das. Die machen sich strafbar, wenn sie es nicht tun.
Mein Danke Freund, die Menschen, sagen, die Menschenrechte besagen auch, dass man nicht einfach auf israelisches Territorium gehen kann und Zivilisten ermordet. Ne? Ja, das ist, weil würdest die Siedler, würdest du da mal anecken. Das ist, weil die Siedlergewalt totaler Durchbruch. Guck mal, hör auf, warte. Die Siedlergewalt befeuert den Kreislauf der Rache. Hör auf, irgendwas ins Mikrofon zu rülpsen, das ist totaler Blödsinn, was du da erzählst. Das sind keine Siedler, das sind Kibbuzim, das sind Menschen, die links. Junge, das sind keine Siedler. Wovon redest du? Hast du dich überhaupt jemals mit diesem Thema mal wirklich neutral auseinandergesetzt? Das sind Siedler, die Palästinenser. Das sind keine Siedler, das sind Menschen, die den Frieden gesucht haben mit Palästinensern und teilweise auch dort Menschen ihre Jobs angeboten haben. Die Leute kannten sich teilweise. Ja, ich werde wieder gestompt. Ja, ich meine, zu Recht. Wer Nein, sowas erzählt, nicht zu Recht. Ihr seid kritikunfähig. Das hat mit Kritik nichts zu tun. Wir sind einfach allergisch gegen Blödheit. Während einer Rede der anderen. Die Blödheit, die demonstrierst du uns gerade hier. Du redest von Siedlern in Gaza. Oh mein Gott, wovon redest du bitte? Ich rede von den Siedlern im Westjordanland. Aber wir reden doch nicht von Siedlern im Westjordanland. Wir haben doch gerade. Thema ist hier generell Gaza gewesen. Was hat der 7. Oktober? Was hat dieser terroristische Anschlag mit Siedlern zu tun? Ja, das war, weil in der Westbank, da wurden Ländereien geklaut. Boje, ich kann nicht mehr. Also mach du das bitte. Okay, Kian, also. Wie wäre es, wenn du dich richtig informierst, erstmal guckst? Also du bist ein großer Befürworter von Hamas. Du stehst für Krieg und Schlacht. Das sieht man dir eindeutig. Nein, das stimmt nicht. Überhaupt also, nicht gerechtfertigt. Deine Fragen führen dazu. Hallo? Du willst uns wirklich über... Das sind berechtigte Fragen zu verstehen. Ja, aber diese berechtigten Fragen hat der Kian schon eine ganze Stunde gewidmet und geantwortet. Aber du gehst immer irgendwo hin. Du willst gar nicht... Du erklärst dir, du hörst gar nicht zu. Das Problem ist, es sind 35.000 Menschen getötet worden. 14.000 Kinder. Weißt du eigentlich, dass ermordet. Diese ganze Liste zerfälscht sind? Weißt du das eigentlich? Hast du es gelesen, diese euch, Liste? Aber euch ist klar, dass der Image sehr, sehr großen Schaden hat. Nein, hat es nicht. Doch. Es ist Propaganda, dass 15.000 oder 17.000 Kinder gestorben sind. Das ist Propaganda. Du kannst diese Liste aufmachen und sehen, dass in diese Liste dafür brauchst du keine Liste. Das kannst du einfach daran sehen, dass der Gabelstreifen kommt. Nein, ich muss ja nicht Hamas glauben und schon gar nicht Oon glauben, weil Oon hängt mit Hamas. Guck dir den Streifen an. Alle Häuser wurden. Hör mal zu, du redest jetzt, du befürwortest Hamas, aber du denkst gar nicht Nein, an Israel. 75 Jahre lang, vor kurzem, wird gestummt noch hier mal, ein Kind hat jetzt einen erwachsenen Mann abgestochen. Ein Kind. Ich gehe, das bringt nichts. Ja, weil du dafür keine Antwort hast. Du musst zuhören, wenn man mit dir redet und dann antworten. Es ist nicht normal, wenn man redet und du störst dann. Ich habe immer gesagt, wenn man Israel zum Beispiel Apartheid vorwirft, dann muss man Apartheid auch nachweisen können. Und deswegen nennt mir ein Bezug zwischen zum Beispiel der südafrikanischen Apartheid und der sogenannten israelischen Apartheid gegenüber den Palästinensern. Es ist linke, abgestumpfte Propaganda. Es ist Pali-Propaganda, dass behauptet wird, es gäbe so etwas wie, so etwas wie Apartheid. In Israel sieht man gar nichts in dieser Richtung. Man sieht gar nichts. Araber werden nicht an gesonderte Tische in den Restaurants gesetzt. Sie dürfen auch nicht bestimmte Waschräume im öffentlichen Raum benutzen, die getrennt sind von israelischen Dingen. Sie dürfen sich zur Politik oder für politische Ämter entscheiden. Sie können in die israelische Armee gehen. Sie werden vor dem Gesetz nicht diskriminiert. Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass israelische Araber benachteiligter sind gegenüber
ihren jüdischen Artgenossen. Und das ist eine große Propaganda, es stimmt nicht. Und deswegen möchte ich gerne wissen, ich sage nochmal, in diesem Konflikt, in diesem Krieg sind sicherlich Kinder umgekommen. Aber warum sollte ich die Daten von einer Organisation nehmen, von einem schlechter Regime nehmen, das ihre ganze Existenz auf Propaganda aufgebaut hat? Ja, dass Kinder gestorben sind oder dass auch nur ein Kind dort gestorben ist, ist schon grausam genug. Ja, die Tatsache, dass da Kinder sterben, will ich gar nicht negieren. Und ich finde, jede einzelne Seele, die dort stirbt, ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Ich verstehe das. Ich erkenne das an. Aber das bedeutet nicht, dass ich blind arabischen Journalisten, der UNRWA, der UNO, den sogenannten Menschenrechtsorganisationen, die alle offenbar vorurteilbehaftet in diesen Konflikt reinspringen und mehrmals bewiesen haben, dass sie keine neutrale Position zu diesem Konflikt haben, sondern ziemlich biased sind und auf der Seite der Palästinenser stehen. Ich traue dem Hamas-Gesundheitsministerium nicht, wenn sie sagen, da sind 17.000 Kinder gestorben. Ich traue denen nicht. Ich sage, es gibt auch andere Ansichten darüber, Leute, die die Hamas gechallenged haben, herausgefordert haben und gesagt haben, zeigt uns, ob das wirklich stimmt, dass so viele Kinder gestorben sind. Und der Unterschied die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass es interessanterweise die, wenn schon alleine 17.000 Kinder umkommen, dann wie sieht es dann mit den Eltern dieser Kinder aus? Warum haben diese Kinder zum Beispiel, die Eltern zum Beispiel, keinen großen Stellenwert in der Statistik? Warum pickt man die Kinder heraus? Ja, weil es tut der Seele gut. Damit kann man gut auf die Tränendrüse drücken, wenn man sagt 17.000 Kinder. Und Hamas lügt, so wie sie in diesem ganzen Konflikt eine Lüge nach der anderen heraushaut. Und selbst hat Ismail Haniyeh hat selber gesagt, und die anderen großen Hamas-Führer haben selbst gesagt, sie kümmern sich nicht um das Leid der Gazianer. Es interessiert sie überhaupt nicht. Und deswegen vertraue ich diesen Zahlen nicht. Ich negiere nicht, ich verleumde nicht, dass da Kinder gestorben sind. Ja? Aber das liegt daran, dass eine brutale, menschenabschlachtende Organisation sich mitten in die Wohngebiete verschanzt hat, mit dem Wissen der Gazianer, über Jahre ein gigantisches Tunnelsystem unter der Stadt aufgebaut haben und in Kauf genommen haben, dass, wenn sie entdeckt werden oder wenn sie einen Großangriff starten, dass Israel brutal zurückschlagen wird. Was haben sie denn erwartet, was passieren wird, wenn 1.400 Menschen an einem Tag umgebracht werden und 4.000 Raketen an einem Tag auf Israel niederrasseln? Was haben sie denn erwartet, dass die israelischen Panzer rüberfahren mit Baklava und mit Chai und mit Blumen zu ihnen rüberfahren und sagen, Dankeschön, wir warten noch mal auf eine zweite Runde? Sie wussten ganz genau, dass Israel so reagieren wird. Was jetzt passiert, ist einfach ein Prozess, wo die Palästinenser über Jahre hinweg nicht mehr in den Gaza zurückkehren können. Und selbst wenn sie zurückkehren in den Gaza, wird Israel wahrscheinlich eine Schutzmacht sein dort, die den Boden für eine sehr lange Zeit nicht mehr zurückgeben wird. Und wenn Israel diesen Boden zurückgibt, dann kann sie diesen Boden auch nicht mehr in die Hand der UNRWA zurückgeben. Israel wird alles tun, damit die UNRWA dort keine Rolle mehr spielen wird. Das können nur noch internationale Organisationen und es braucht einen Umerziehungsprozess, bei denen die Palästinenser wie die Deutschen wahrscheinlich über einen extrem langen Zeitraum nach der Entnazifizierung oder nach dem Sturz des nationalsozialistischen Regimes erstmal entislamisiert werden müssen oder entradikalisiert werden müssen, damit sie nicht den Tod mehr lieben als das Leben. Weil Israel kann sich es einfach nicht mehr leisten, mit so einem Nachbarn die Grenze zu teilen. Das ist die Realität. Fertig. Stimmt. Also ich finde, wenn die nicht anfangen, ihre
in der Meer zu leben, als uns zu hassen, wie die Golda Meir sagte. Richtig. Jetzt wird es keinen Frieden mehr dort geben. Egal, es wäre jetzt zum Beispiel nicht Israel, sondern irgendein anderes Land, ne? Wäre genau das Gleiche. So sieht es aus. Und deswegen muss man das, so sehen, wie es ist. Die Realpolitik ist, Israel kann mit so einem Gaza nie wieder leben. Und deswegen muss es entmilitarisiert werden. Deswegen wird der Krieg noch etwas ziemlich lange anhalten, bis in Gaza nicht mal mehr eine Steinschleuder existiert. Und dann müssen viele, viele Organisationen auf der ganzen Welt müssen kommen und müssen zusehen, dass die Menschen wieder in eine Zivilgesellschaft überführt werden können. Es muss sehr viel Geld fließen, damit die Menschen keine Armut spüren. Es muss Lebensstandards, Angebote geben und so weiter und so fort. Aber es ist Zeit, dass Gaza für immer von diesen islamischen Faschisten gereinigt wird. Das geht leider nicht anders. Es geht nicht mehr. Ich glaube, es wird lange dauern, aber die brauchen eindeutig ein neues Bildungssystem, Schulbildung. Absolut. Und es wird über Jahre wird es dauern, bis es wieder sich normalisiert, denke ich, hoffe ich, weil das, was in den Köpfen jetzt drin ist, ist purer Hass. Ich habe das Gefühl, dass sie nur wegen dem Hass leben. Das ist es. Und mit so einem Nachbarn kann man nicht leben. Tut mir leid. Das geht nicht. Mit so einem Nachbarn ist man auch nicht sicher. Und deswegen hat Israel nur eine einzige Option. Es muss rein in den Gaza, es muss alles zerstören, es muss die Hamas ausrotten und dann muss es den Heilungsprozess einläuten. Und das bedeutet eine Entradikalisierung über einen Langzeitraum, vielleicht über 10, 15, 20 Jahre, bevor wieder dort von einem palästinensischen Staat gesprochen werden kann. Ja, es geht nicht anders. Ja, es geht nicht anders. Es geht nur auf diese Art und Weise. Diesmal kann Israel mit so einem Gebilde an seiner Grenze nicht mehr leben. Es ist nicht möglich. Mezzomix, grüß dich. Mezzomix, hallo. Hallo zusammen, hallo Kian. Grüß dich, mein Lieber. Ja, ich habe dir vorhin richtig zugehört und ich denke, warum die rübergegangen sind und da die ganzen unschuldigen Menschen umgebracht haben, ist, auch der Präsident von Israel hat ja gesagt gehabt, Hamas ist ISIS, ISIS ist Hamas. Also das sind Terroristen, beide. Die sind rübergegangen, haben diese unschuldigen Menschen umgebracht, meiner Meinung nach. Die wollten einfach, dass die ganze Welt sich einmischt, dass die ganzen arabischen Länder, und das sehen wir auch hier in Deutschland und auf der ganzen Welt haben wir das gesehen, wie die ganzen Moslems auf die Straße gehen und tatsächlich für Terroristen, die da Terror gemacht haben, sag ich mal, einstehen und sagen Freiheit und das kann nicht wahr sein, dass hier die Menschen auf deutschen Straßen, rausgehen und sagen, hier, wir sind für die Terroristen. Israel hat sich verteidigt. Verstehst du, Kian? Die haben sich einfach nur verteidigt. Aber dann und das ist jedes Mal das gleiche Schema. Also ich in der Vergangenheit, was ich gesehen habe, ist, da werden kleine Jungs werden da verfolgt, also werden entführt, werden halt, ne? Ganz schlimme Sachen angetan. Und dann kommen sie wieder, die ganzen Moslems aus allen Ländern. Und wenn Israel sich das nicht gefallen lässt, dann sagen sie wieder, hier, wir sind dagegen und was soll das? Was habt ihr denn getan? Was haben die denn getan, dass die Israelis das jedes Mal machen? Das ist nicht ohne Grund. Das ist genau das Gleiche, was ISIS gemacht hat. Genau das Gleiche. Mhm. Okay. Die wollten in Syrien und Irak ihre eigenen Gebiete machen, damit sie halt ihre schlechten Sachen machen können. Also wen meinst du jetzt mit Syrien und Irak ihre schlechten Sachen machen können? Wen meinst du damit genau? Für mich ist Hamas und ISIS genau das Gleiche. Das, was sie gemacht haben, ist genau das Gleiche. Sehe ich genauso. Menschen ermordet, die sie nicht kennen, Frauen vergewaltigt, alles das Gleiche. Schema. Also von daher muss man das nicht unterscheiden. Das ist einfach nur Terrorismus, einfach nur Terroristen.
Das sehe ich genauso. Also etwas, ich meine, sie können nichts anderes sein als das. Ja, und sie unterscheiden sich auch nicht. Sie unterscheiden sich auch nicht. Sie haben die gleiche Agenda, sie folgen den gleichen religiösen Prinzipien und sie haben beide den Grundglaube, dass sie Israel von der Landkarte auslöschen wollen. Der Hass und die Feindschaft auf Juden vereint sie. Ja, wenn es Palästinenser beispielsweise geben würde, irgendwo in irgendeinem arabischen Land, ne, das wird nicht besser sein. Wieder werden die Juden angegriffen und das bringt einfach nichts. Genau wie ISIS in Syrien, Irak und alles das gemacht hat, werden die jedes Mal Israel angreifen. Ja. Und deshalb muss dieses terroristische Gebilde muss für ein und für alle Mal ausradiert werden. Und deswegen kann Israel nicht raus. Vorher kann Israel nicht raus aus dem Gaza. Es geht nicht. Es ist, wenn Israel auch nur den Job auf Hälfte, auf halbem Weg nicht erledigen kann, dann bewegt sich Gaza in wenigen Jahren auf die gleiche Atmosphäre zu. Und das muss man unterbinden, das muss man stoppen. Und deshalb verstehe ich die Ambitionen Israels mehr als genug. Kian, jetzt mal eine andere Frage. Du hast ja vorhin zu den einen Typen gesagt, in Iran darf es genauso kein Kurdistan geben und Aserbaidschan und alles, ne? Ja. Wie ich mitbekommen habe, bist du doch eigentlich Kurde, oder? Richtig. Also die Kurden haben ja kein eigenes Land. Mhm. Israel selber steht dafür, dass die Kurden ein eigenes Land haben. Mhm. Das haben die öffentlich gesagt. Da kam vorhin so ein Typ rein und sagt, ja, die PKK ist eine Terrororganisation, genau wie die Hamas. Aber komischerweise hat die PKK gegen diese Terroristen gekämpft. Gegen das internationale Terrorismus hat die PKK gekämpft. Ja, also meine Position ist, die Türkei hat ein Problem mit den Kurden. Es gibt ein Problem mit den Kurden. Und das ist dem türkischen Nationalismus geschuldet. Die Kurden suchen nach Unabhängigkeit. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich der beste Weg ist, um die Unabhängigkeit zu bekommen, indem sie eine militärische Organisation gründen, um dann ihr Stück Heimat zu bekommen. Tatsache ist, Kurden und Türken sind nicht das Gleiche. Das ist nun mal so. Die Kurden leben auf einem Gebiet, das ihr jahrtausendealtes Siedlungsgebiet ist. Die Kurden sind ein ethnisch anderes Volk als die Türken, als die Araber. Und deswegen unterscheiden sie sich in allen, in Kultur, in Folklore, in Sprache, Traditionen und so weiter und so fort, sogar in Religion. Ja, die Kurden sind ja auch viel älter. Das merkt man an der Sprache und an der Schrift und das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. Ne? Sie sind einfach ein anderes Volk. Sie sind einfach ein anderes Volk. Das ist Fakt. Und ich erkenne die Rolle an, die die PKK und die YPG gehabt hat während der Auseinandersetzung mit dem IS-Staat 2011 bis 2018 und 19. Ich erkenne an, dass die Kurden dort einen exzellenten Kampf geführt haben, weil die Kurden waren auch Ziel dieser islamischen Terrorbanden. Deswegen verstehe ich das. Bin ich wirklich einverstanden, dass sich ein Kurdistan aus den ich meine, ich komme aus einem Gebiet, ja, Kermanschah, das ist ein typisch kurdisches Gebiet im Iran. Aber bin ich einverstanden, dass es sich abspaltet vom Iran? Nicht unbedingt zwingend. Die Perser sind unser Brudervolk. Ja, wir sind ethnisch gesehen, sind wir ihnen sehr nah, sprachlich gesehen sind wir ihnen sehr nah. Wir feiern die gleichen kulturellen Feste, wir haben die gleiche vorislamische Religion gehabt und wir sind auch ethnisch miteinander verwandt. Deswegen sehe ich das ein bisschen zwiegespalten. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ein Kurdistan funktioniert, außer dass man das jetzt zum Beispiel im Irak sieht, in Kirkuk und Mosul, wo sich eine unabhängige Republik gebildet hat. Aber ansonsten würde ich sagen, möchte ich nicht, dass der Iran auseinanderfällt und dann in ethnische Staaten zerfällt. Das ist das Problem mit multikulturellen Staaten. Und die Türkei hat leider Gottes alles versäumt, um die
türkischen Nationalismus geschuldet, dass es solche Spannung in der Türkei gibt. Dass immer dann, wenn eine Kultur zu arrogant ist und die Anwesenheit anderer Kulturen in seinen Grenzen einfach nicht respektieren kann. Daher führt es oft zu Spannung, und deswegen hat sich auch die PKK herausgebildet in den 80er Jahren, weil sie einfach gesagt hat, wir haben die Schnauze voll, dass wir nicht mal ethnisch anerkannt werden als ein anderes Volk. Dass die Türken sogar gesagt haben, Kurdisch ist einfach nur ein Akzent der türkischen Sprache zum Beispiel. Ja, und haben dann von Bergtürken gesprochen statt von Kurden. Ja, das alles hat dazu geführt. Ja, und es gibt eine große Sympathie für die Kurden, für Israel, weil sie verstehen das, warum die Juden dieses Stück Heimat da wieder haben wollten. Ja, weil die Kurden kämpfen eigentlich für das gleiche Prinzip. Sie wollen auch kurdischen Boden zurückgewinnen. Ja, aber im Unterschied zu Kurdistan-Geschichte und der jüdischen Geschichte ist, dass die Juden tatsächlich echte Dynastien gehabt haben. Sie hatten echte Fürsten, sie hatten echte Königreiche gehabt, sie hatten echte jüdische Dynastien gehabt, die man zurückverfolgen kann. Alleine 6 oder 7 Dynastien auf israelischem Boden, auf jüdischem Boden, und dann außerhalb dieser der historischen Siedlungsgebiete der Juden hatten die Juden auch mehrere jüdische Dynastien. Das ist natürlich der Unterschied. Ja, das ist der große Unterschied. Aber die Kurden haben so etwas nicht. Wir haben keine kurdischen Dynastien hinter uns. Wir haben keine kurdische Geschichte von Sultane und Prinzen und Staatsgebiete und Siedlungsgebiete, die von kurdischen Königen regiert worden ist. Deswegen sehe ich dem ein bisschen skeptischer gegenüber als zum Beispiel die Siedlungsgeschichte der Juden auf ihrem eigenen Boden. Oh, mein bester Freund Dino ist wieder da. Grüß dich, mein Bester. Guten Morgen, Dino. Dino, mein Bester, Mikrofon. Unten links. Neben der Kamera. Mein lieber Dino. Schicken, dass er das aufmacht. Oder warte mal, ich kann das aufmachen. Warte mal, gucken. Ich habe schon versucht. Ach ja, ich kann es auch nicht aufmachen, ist ja witzig. Alright, dann geht's nicht. Ah, Dino, entstumm dich. Dein Mikro ist aus. Was wir machen werden. Ach, jetzt habe ich das gesehen. Okay. Ich möchte euch alle miteinander grüßen. Und Kia, mein lieber Freund, ich habe einen großen Respekt und Achtung und für ihn, weil er ein intelligenter, intellektueller. Und es ist immer sehr interessant, ihm zuzuhören. Ich will sagen, dass die Kurden, Kurdistan, ist eigentlich ein sehr altes Volk. Ja. Es gibt in Israel Juden aus Kurden, kurdische Juden. Das stimmt. Weil in Kurdistan, in diesem Gebiet, es gibt verschiedene Religionen sozusagen. Und ja, die Juden haben gelebt sehr, sehr gut mit den Kurden. In Kurdistan, das Problem ist, dass Kurdistan ist, wie wir alle wissen, ein sehr großes Gebiet zwischen Türkei, Syrien und Persien, Iran. Und ja, ich glaube auch ein Teil von Irak. Und das ist so wie eine Insel voll mit Petroleum, voll mit schwarze Gold. Ja, das stimmt. Öl. Öl. Das ist voll mit Öl. Aber das ist eine Kultur für sich, sehr unterschiedlich von der kurdischen Stämme. Sie haben eine sehr starke Persönlichkeit, eine ganz alte Kultur. Und das ist einfach unheimlich tragisch, dass die Geschichte hat sie so schlecht bedient. Und ich glaube, das ist so passiert, weil die sind nicht geeinigt zwischen sich selbst, denke ich mir. Weil schließlich und endlich ist ein großes, altes Volk. Absolut. Und ich meine, man darf eine Sache nicht vergessen, Dino. Die nach der kurdischen Erzählung siedelten sich die ersten Juden nach der assyrischen Eroberung des Nordreichs Israel im 8. Jahrhundert vor Christus
im heutigen Kurdistan an. Ja, genau. Und Erbil zum Beispiel, ja, das ja im Irak liegt, ist ja. Erbil, das heute überwiegend islamisch ist, war damals ein Siedlungsgebiet, das das Judentum als Religion ausgewählt hat. Ja, genau. Ich erinnere mich, wenn ich ein Kind war, es war eine große Hilfe, was Israel geschickt hat zu der Barzani-Familie. Ja. Barzani war ein großer Kämpfer, ein Revolutionärer, ein großer Politiker. Und Israel hat eine große Hilfe gestattet, weil man hat diese Sympathie gehabt von einem alten Volk, das hat Recht auf sein eigenes Land. Ja. Kian, eine Frage noch, bevor wir wieder zum alten Thema rübergehen. Gerne. Gab es nicht mal irgendwie ein vergessenes Königreich? Die müssen doch irgendwann mal einen Fürst gehabt haben, kurdische Volk. Oder ein kleines Königreich, was allerdings vielleicht nur noch kaum noch Spuren hinterlassen hat. Es ist sehr schwer. Ja, ich muss wirklich sagen, es gab so etwas wie, wie soll ich das sagen? Fürstentum war so ein kleines Mal oder so. Ja, es gab diese kleinen, aber es gab zum Beispiel die Khoi-Khanate-Dynastie von 1210 bis 1799, aber das waren Gebiete, wo kurdische Adlige, so eine Art Großgrundbesitzer, eine gewisse Kontrolle über ein Gebiet hatten. Also dann gab es zum Beispiel für den Sultan. Ja, die waren meistens alle in einer Zeit, würde ich sagen, zwischen dem 15. Jahrhundert und dem 18. Jahrhundert. Und das waren wirklich keine echten Fürstentümer. Die meisten von denen waren alle angesiedelt in einem Gebiet, das zum Beispiel schon von den Osmanen regiert und kontrolliert waren. Deswegen ist es sehr schwierig, da von unabhängigen Fürstentümern zu sprechen. Es waren vielleicht kurdische Epochen, wo Kurden eine größere Rolle gespielt haben. Aber ich wüsste jetzt nicht wirklich, ob es echte Dynastien, abgesehen vielleicht von den Ayyuben, gegeben hat, also von Salah ad-Din Ayyubi. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob Salah ad-Din Ayyubi das ein kurdisches Reich genannt hat oder ein islamisches Reich. Ja, aber man sagt, er war ein Kurde. Das war ja. Ich meine, die Ayyuben waren ein großer kurdischer Stamm. Aber die Frage ist, Salah ad-Din Ayyubi war wohl sehr islamisch orientiert. Jetzt ist die Frage, ist er als kurdischer Repräsentant gekommen oder ist er als islamischer Repräsentant gekommen? Am Endeffekt islamische. Das ist, was am meisten beeinflusst hat, die ganze Region. Richtig. Und deswegen glaube ich nicht so sehr, dass Salah ad-Din Ayyubi so etwas wie eine kurdische Provinz geschaffen hat oder einen kurdischen Staat oder ein kurdisches Siedlungsgebiet, das er beherrscht hat mit den Kurden. Ja, die Ayyuben, Salah ad-Din Ayyubi kommt tatsächlich aus dem heutigen Irak. Aber wie gesagt, Ich glaube, was ich recherchiert habe, ist, dass Salah ad-Din Ayyubi eher ein islamischer Herrscher war als ein kurdischer Herrscher. Ja. Deswegen würde ich nicht unbedingt von einer kurdischen Dynastie sprechen und würde sagen, es gab 1948 mal für einen ganz kurzen Moment die Volksrepublik Mahabad im Iran, ein 8 Monate bestehende kurdische Republik, die von den Russen gefördert worden ist und dann schlussendlich von den Engländern wieder zerstört worden ist. Aber so richtig kurdische Staaten, ich meine, Staaten ist sowieso eine neumodische Erfindung, aber kurdische Siedlungsgebiete mit eigenen kurdischen Fürsten, schwer zu finden. Ja, weil es waren immer verschiedene Fürsten, sie waren niemals geeinigt. Das ist das. Ja, eben. Ich meine, genau, das ist es. Und deshalb, aber interessant ist, in Bezug auf, weil du Barzani erwähnt hast, es war immerhin eine Frau aus dem Barzani-Clan,
ja. die, glaube ich mal, so im 16. Jahrhundert, glaube ich, die Tora und den Talmud und die Kabbala gelehrt hat. Sie war Sadek, wenn ich dich frage, was Yeshiva heißt, weißt du, was Yeshiva bedeutet? Selbstverständlich. Ich bin so gesehen. Wo man sieht, Yeshiva. Man lernt. Ah, okay, du weißt also, was Yeshiva bedeutet, Dino und Sadek. Ja, ja, Yeshiva, genau. Ja, von das Wort Lashevet, Yeshiva. Richtig, lernen. Genau. Genau. Sie war die erste Frau in der kurdischen Community, die eine Rabbinerin gewesen ist. Ich glaube, sie hieß Asenat Barzani und sie leitete diese Yeshiva. Ja. Und sie war auch bekannt dafür, dass sie eine Meisterin der hebräischen Sprache war. Ja, ist eine wunderschöne Geschichte. Das ist wahr. Ich kenne das. Das ist bewundernsvoll. Ist fantastisch. Das habe ich auch in meiner Erinnerung. Es ist sehr außergewöhnlich, dass eine Frau in dieser Welt, in dieser Zeit, hat reicht so einen Status. Eben, genau. Und ich meine, sie hatte wirklich tatsächlich einen ziemlich hohen Rang erreicht. Außerdem, ja. Interessant ist es, warum die Kurden auch Israel nicht so abgeneigt sind, aber sehr viele jüdische Städten in Kurdistan beherbergen auch angeblich die Gräber des Propheten Nahum zum Beispiel oder Jona oder Daniel zum Beispiel. Und die haben einen sehr engen Bezug zu diesen Propheten entwickelt. Ja, richtig. Guck mal, in Israel, es gibt Juden aus Irak, aus Sharabani, aus Bagdad, aus verschiedene. Und zwischen gibt es die Kurden, die sind auch so in die Gemeinde von den Irakis, aber sind apart. Die sind Kurden, einfach Kurden. Ja. Und außerdem, Dino, ein sehr wichtiger Punkt, ich glaube, das wird auch Zadek interessieren. Kurdische Juden waren auch in der zionistischen Bewegung aktiv. Moses Barzani zum Beispiel. Moses Barzani, der mit seiner Familie in den 20er Jahren Juden gerettet in den Zweiten Weltkrieg. Ja, aber dieser Moses Barzani, dieser kurdische Barzani, der jüdischer Herkunft war und der nach Jerusalem gegangen ist in den 1920er, 25er, der hat zum Beispiel auch der war der Gründer der jüdischen Untergrundorganisation Lechi. Lechi. Oder Lechi. Lechi. Ja. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist eine, es gibt wirklich diese mysteriöse Beziehung und auch in Schicksalweise zu sehen zwischen den Juden und die Kurden, weil da, die sind Minderheiten gewesen in einer Welt von Musulmanen, von Musulmanen. Auch interessant ist. Entschuldigung, Dino, dass ich unterbreche. Und sogar der Glaube ist in Bezug auf den Monotheismus ist der kurdische Glaube tatsächlich sogar ähnlicher. Also ich spreche von dem Punkt von dem Glauben an einen einzigen Gott und auch das Verständnis von Satan, wie das halt im Christentum und Islam völlig verdreht wurde, dem Judentum auch viel ähnlicher, also mit der kurdischen Tradition als, wie gesagt, als Islam und Christentum halt. Ne? Ja, genau. Das ist eine lange Geschichte, das sind Elementen, was verbinden diese beiden Völker lange Tausende von Jahren, ne? 2800 Jahre zurück, ne? Ja, und erinnerst du dich an Yitzhak Mordechai, claro. Ja, er ist kurdischer Herkunft. Ja, jawohl, richtig. Ja. Und ich meine, es gibt einen gigantisch großen Einfluss von Kurden auf die israelische Identität. Ja, das liegt auch wirklich daran, dass sie eine sehr alte Gemeinde bilden. Vollkommen. Deshalb es gibt diese natürliche Sympathie, Empathie für die Kurden. Alle Jahre, die Kurden kriegen Hilfe von Israel in
Armament in Consejeros, wie sagt man, Erziehung, wie man führt ein Krieg, wie sagt man das? I mean, Experts. Militärische Ausbildung meinst du? Was sagst du? Militärische Ausbildung? Oder was meinst du? Militärische Ausbildung, das wollte ich genau, das ist. Das wollte ich sagen. Alle Jahre, das hat sich niemals unterbrochen. Bis heute, weiterhin. Ja, das ist schon ziemlich interessant. Also die Beziehungen zwischen Kurdistan und dem jüdischen Volk gehen tatsächlich so weit zurück, dass ich sagen kann, also ich glaube 800 Jahre vor Entstehung des Christentums. Jawohl, nur noch viel früher. Ich sag dir, das steht, das ist von der Zeit von der Nebuchadnezzar, von der syrischen Diaspora. Die haben sich zusammen gemacht, die israelische Stämme zusammen mit der kurdischen. In diesem Gebiet und in Armenien auch und Georgien auch. Ja, absolut. Absolut. Ja, es ist wirklich faszinierend, sich mal mit der kurdischen Geschichte zu beschäftigen. Und deswegen gibt es auch eine große Unterstützung auf den Demonstrationen in Europa, wo immer wieder Kurden auftreten und ihre Solidarität mit den Juden und den Israelis bekunden. Genau, das ist gut zu sagen. Gut, ich habe jetzt nur noch 3% Batterie. Ich werde runtergehen. Aber Dino, ich möchte dir noch was sagen, bevor du gehst. Ja. Dino, die Sache ist, warum Israel ist so stark und so, dass sie so weit gekommen sind, liegt daran, weil die einen starken Zusammenhalt haben. Verstehst du? Ja, das ist das. Hochintelligente Menschen, das ist bekannt. Und dass sie es so drauf haben, ist, weil die einfach zusammenhalten, sich helfen. Verstehst du? Und die Kurden eben nicht. Die Kurden sind gefangen im Islam. Und das ist der Grund, warum die bis heute kein Land haben und nie ein Land haben werden. Die sind gefangen in diesem Islam. Die können da nicht raus, sind im Gefängnis. Du sagst das. Das stimmt so. Das ist genauso. Schau dir mal die ganzen christlichen Länder an. Die haben alle ein Land, weil die zusammenhalten. Verstehst du? Aber im Islam geht das nicht. Da sind die Türken, die deren Glauben, was auch deren Glauben ist. Da sind die Araber, die auch Moslems sind. Die kommen da nicht voran. Verstehst du? Wenn sie sagen, dagegen sind, dann kommen die anderen Kurden und bekämpfen die. Und das ist so. Die haben einfach keinen Zusammenhalt. Das hat keinen Sinn mit den Kurden. Ja, das ist richtig, was du sagst. So, das ist Ich wollte guten Nacht sagen. Auch selber die, auch viele. Dino, dir, bevor gleich dein Akku weg ist, wir haben es alle schon nach 1 Uhr. Ja, Andreas, vielen recht herzlichen Dank, dass du da gewesen bist, mein Lieber. Bitte. Gut, bis morgen vielleicht. Oder bis, ich weiß ja nicht, du bist ja morgen, machst ja morgen deinen Podcast, ne, Jan? Ja, Donnerstag ist mein Podcast auf YouTube und da habe ich ja den Bundestagsabgeordneten Roger Beckkamp dann bei mir im Livestream und da geht es um die wichtige Frage Remigration und so weiter und so fort. Wie lange ungefähr? Ich habe da nicht immer alles mitkriegen können. Wie lange sind die Podcasts ungefähr? Das kommt immer darauf an, mindestens 3 Stunden, aber manchmal ist ein Podcast auch 6 Stunden gegangen. Aber das hängt, ich glaube, das macht so ein Bundestagspolitiker wie Roger Beckkamp macht das nicht mit. Ja, gut. Du bist ein Leuchter in der Dunkelheit. Das ist zu viel der Ehre. Danke dir. Das muss ich sagen. Ich höre sehr gerne und manchmal habe ich was zu sagen, so wie jetzt über die Kurden. Ich habe so eine große Sympathie für dieses Volk seit meiner Kindheit. Ich kenne sie und alles, was du sagst, ich stimme mit, weil du sagst einfach die Wahrheit. Und die Wahrheit von einer, der kennt die Wahrheit, weil viele Leute sagen Lügen und sie meinen, das ist die Wahrheit. Dino, wir haben auch eine große Sympathie für dich. Absolut. Bruche Batzluche. Versaku Baruch. Und bist du Jude, Dino, habe ich richtig verstanden?
Bueno, mein Bruder, alles Gute und gute Dino, Nacht. Dino, bist du Jude selber auch, wenn ich fragen darf? Ich bin Jude, ja. Dann wünsche ich dir Pesach Sameach, ist ja bald. Und, Montag ist fange ich an der Pesach. Ich mache den Pesach in Madrid mit der Chabad-Organisation. Wow, ja, ich lerne bei Chabad. Ich bin im Keule von Chabad. Mit der Chabad, das ist immer eine fantastische Atmosphäre. Und da kommen auf einmal Juden von überall, von New York, ja, von Tel Aviv. Ja. Alle was sind hier als Touristen in Madrid, sammeln sie sich, Pesach zu machen, zusammen bei Chabad. Ja. Absolut. Hasako Baruch, schön. Liebe Grüße nach Madrid. Gute Nacht, meine liebe Freunde. Gute Nacht, mein Bester. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Mal schauen. Bis morgen. Bye, bye, Dino. Bis morgen. Der ist wirklich süß, der Mann. Ja, ja. Okay, der ist ja auch noch älter als wir, Isaac, ne? Der ist noch älter als wir. Ja, ich glaube, der ist schon über 80. Ach, der ist total süß, der Mann. Also mit dem kann man intelligent. Also, mit dem kann man wirklich in der Geschichte rumwühlen, aber der ist auch gemütlich. Ja, 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 sehr so fit und gemütlich. Und sehr, sehr total gemütlicher Mann, also der gefällt mir auch. Und sehr intelligent halt, ne? Also ja, ja, weiß sehr viel und wow. Klar. Er weiß sich schön auszudrücken, er weiß sich gut auszudrücken, ist die Ruhe in sich selber halt. Charisma. Ne? Na, ja, definitiv. Gefällt mir. Ich sitze naja, da hat nicht so eine harte Sprache wie ich zum Beispiel. Ach Quatsch, passt, nein, nicht, das passt nicht zu TikTok. Nein, 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 das ist was anderes. Also das, ja, beide Persönlichkeit, oh, das ist das. Ja, eine, du musst dich, ich bin's, du musst dich nicht vergleichen mit ihm. Du bist du, ja? Sogar dein Gott hat das gesagt. Ja, ich bin ich. Vermisch das nicht. Wer bist du? Hat Moses gefragt. Gesagt, ich bin ich. Ich bin, wer ich bin. Ja, also du bist, wer du bist. Und er ist, wer er ist. Fertig. Ja. Und ihr habt beide einen unterschiedlichen Typ. Ich bin auch nicht wie er. Ja, ganz einfach. Übrigens, Zadek, du hattest vorhin etwas gesagt und ich wollte dir nur mal als Ergänzung etwas sagen. Du hattest gesagt, dass sehr viele Rabbiner sehr islamfreundlich reden, weil sie immer die Gemeinsamkeiten sehen. Kennst du vielleicht den amerikanischen Rabbi, Rabbi Manis Friedman? Ja, ja, klar, natürlich. Natürlich kenn ich ihn. Also der hat schon eine sehr scharfe Art, mit seinem Finger auf den Islam zu zeigen. Wenn Muslime Unsinn reden über den Judentum, dann antwortet er aber auch angemessen. Dann definitiv. Ja. Dann definitiv. Nur ich wollte damit sagen, dass sich Juden sich jetzt nicht zur Hauptaufgabe gemacht haben, nein, den Islam zu kritisieren. Das war mein Punkt. Ja, ja, das sowieso. Aber wenn es drauf ankommt, dann höre ich die Reden von diesem Rabbi sehr gerne, weil der redet Tacheles. Ja, das ist ein sehr, sehr, ich kenne seine Reden, ich kenne wahrscheinlich auch Verwandte von ihm, von Chabad, und der ist auch wirklich eine Größe auf YouTube, der hat um die eine halbe Million Follower, das ist für einen Rabbiner wirklich sehr, sehr viel halt, ne? Ja. Ja, der ist wirklich gut und vor allem, er räumt auch mit dem Antisemitismus auf, also er beschreibt auch die antisemitischen Phänomene richtig gut und entlarvt sie auch als lächerlich also ich höre ihn gerne und ich speise mich sehr gerne aus seinem Wissen, damit ich auch rhetorisch zum Beispiel auch viel mehr gegen Antisemiten sagen kann, ist der Mann hier wirklich eine große Hilfe für mich. Das ist auch der Punkt, Kian, im Judentum seit jeher waren Juden niemals der Philosophie abgeneigt, niemals der Wissenschaft abgeneigt, niemals der Medizin abgeneigt, niemals der Astronomie abgeneigt. Das heißt, man hat diese Dinge sehr wohl zu nutzen gewusst und auch heute nach wie vor halt. Ja, also ich höre auch Unternehmer, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Also nicht nur Religion, sondern auch, wie gesagt, astronomische Themen. Also da gibt es wirklich, es herrscht kein Krieg zwischen Wissenschaft und zwischen Judentum. Ja, aber da muss ich dir mal eine lustige Geschichte erzählen. Ich war mal in London, bin ich zu einer Galerie gegangen, ja. Und das war ein Jude, der da eine, da war eine Ausstellung von einem Juden, der nennt sich Alex Monopoly, ja. Und der macht coole Bilder. Und dann bin ich da hingegangen
und habe mir so die Bilder angeguckt und dann stand ich da vor dem Bild und ich habe nicht verstanden, was das Bild sagen soll. Und dann kam ein orthodoxer Jude rein, also du weißt ja, mit Hut und so weiter und so fort, Bart, Schläfenlocken und so weiter und so fort, lange schwarze Mantel. Und er hat sich neben mich gestellt und dann hat er da Dinger rausgehauen über das Bild, da habe ich auch gesagt, oh, Mama mia, was macht er denn? Jetzt positiv oder negativ? So intelligent hat er das Bild auseinandergenommen und ich stand nur da, wow. 5 Minuten hat er da losgehauen und dann ist er auch sofort abgerannt. Meinte, alles Gute, ich gehe. Und dann ist er weg gewesen. Aber 5 Minuten referiert er über dieses Gemälde, über dieses Bild, das der Alex Monopoly da gemacht hat. Und das war, ich war sehr schwer beeindruckt. Und da hat er mir eine komplett neue Sicht auf das Bild eröffnet, ja. Ja, wow, interessant. Ich denke generell, Kian, also ich kenne, wie gesagt, das kann man bei einem separaten Stream gerne, also wenn du dazu bereit bist, nochmal gerne übersprechen. Ich persönlich, ich rede oft mit meinem Bruder darüber, der dich auch seit langem verfolgt und dich auch dir gerne zuhört. Ach. Auch sehr viel also über den Islam durch dich gelernt hatte. Oh ja. Wie gesagt, ich bin kein Islamkritiker, mein Bruder setzt sich ein bisschen mehr damit auseinander. Ich glaube, also ich bin auch oft in atheistischen Streams drin. Ich kann Atheisten sehr, sehr, sehr gut verstehen und bin mit denen sehr oft auf einer Wellenlänge, weil ich verstehe dieses Gottesbild, das so pervertiert wurde durch die treibenden Kräfte in dieser Welt. Ich kann verstehen, wieso Leute sagen, hey, yo, Alter, Gott gibt es nicht und der ganze Glaube ist einfach nur Bullshit halt. Ja, ich kann dieses Verständnis sehr wohl verstehen. Und ich denke persönlich, ich bin der Überzeugung, dass das Gottesbild im Judentum ein völlig anderes ist als im Christentum, als auch im Islam. Ja. Und ich würde, natürlich kann dir nichts empfehlen, ich könnte gerne mit dir über das Gottesbild im Judentum bei Gelegenheit mal sprechen, dann unsere Sichtweise darauf ist meiner Meinung nach, natürlich, ich bin ja Jude, deswegen rede ich ja von unserer Sichtweise, ist wesentlich plausibler und ergibt, aber ich mache dir einfach mal ein simples Beispiel. Das hebräische Wort für Gott, also eins der Namen, ist Elohim. Ja. Das hat denselben Zahlenwert, also dieselbe Gematria für das Wort Hateva. Und Hateva ist Natur. Das heißt, wir sehen, dass Gott ein Teil der Natur, sich hinter der Natur verbirgt. Und das ist nur ein simples, banales Beispiel, was jeder Jude eigentlich kennt, der sich ein bisschen mit Zahlenkunde auseinandersetzt. Ja. Also wie gesagt, das Gottesbild unterscheidet sich sehr, sehr stark. Und ich habe mit vielen Atheisten gesprochen und nach den Gesprächen sagten wir, hey, das ist sehr interessant, so haben wir das vorher nicht gesehen. Ja, es lohnt sich, euch auch damit auseinanderzusetzen. Also ich bin immer grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber solchen Diskussionen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin halt eben ein großer Religionsskeptiker und Kritiker geworden. Aber ich habe ja auch vergessen, ich habe ja nicht vergessen, wie mein Gottesbild ausgesehen hat. Ich stimme dir sogar zu. Das Bild, alleine die Tatsache, dass es im Judentum offenbar auch keine Hölle gibt, ist schon mal ein sehr positives Zeichen für das Judentum an sich. Ja? Ja. Das Judentum hat halt niemals, also seit Anbeginn nicht damit gelockt, irgendwie, du musst halt diese und diese Sachen machen, du kommst in den Himmel, also in den Himmel, oder diese und diese Sachen machen, du kommst in die Hölle. Sondern das Judentum ist eine, ich sage auch, wie Erich Fromm das sagte, eine biophile Religion, dessen wir glauben zum Beispiel, dass alles, es spielt sich im Hier und Jetzt ab. Wir leben in Hier und Jetzt auf dieser Welt. Und die Aufgabe eines Juden ist es, von sich selber die bestmöglichste Version zu produzieren und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist so die Kernaufgabe, was unsere sogenannte Erwähltheit auch besagt halt, ja. Ja. Ja, und wie gesagt, dieses Konzept mit Hölle, ich finde das absolut ätzend und auch völlig, völlig lächerlich, wenn ich ehrlich bin. Weil das macht ja auch diese, wenn es sowas wie eine Hölle gibt und einen Engel, der gegen Gott kämpft, ist das für mich persönlich immer schon Widerspruch an sich gewesen. Ich habe mich als Kind schon gefragt, wo ich hatte keine religiöse Ausbildung, wie kann ein perfekter Gott
plötzlich kommt der Teufel und der ja irgendwie auch von Gott kommt und irgendwie gegen Gott kämpft, aber irgendwie auch irgendwie autonom da ist und die Schlange und dies und jenes, das ergab für mich damals, bevor ich mich mit der Materie auseinandergesetzt habe, überhaupt gar keinen Sinn. Es klingt völlig, völlig absurd. Es klingt völlig absurd. Und aber wie gesagt, diese Dinge erschließen sich dann halt auch wirklich, wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt. Und ich zitiere Rambam. Rambam hat gesagt, also Rambam, also ein Gelehrter aus dem Mittelalter, und damit schließe ich auch ab. Er sagte, wer eins der Worte der Tora verwirft, der ist ein, also auf Deutsch, Heretiker. Ja. Aber wer alles wörtlich nimmt, ist ein Idiot. Ja, das heißt. das ist diese. Ja. Das mag ich an der jüdischen Denkart sehr. Ich fand das auch total cool. Ich habe das letztens von einem Rabbiner gehört. Ich habe das auch vorher nicht gewusst, dieses Zitat. Ja, damit schließe ich ab. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Ja, gerne. Ja. Gerne. Ja, ich wollte dir nur sagen, das Konzept der Hölle, das war für mich im Islam eigentlich immer so das Allerschlimmste. Was ich auch schon damals immer versucht habe, eher rational zu entwässern. Ja, aber der Glaube an ein ewiges Höllenfeuer, das also gemacht wurde, um die Ungläubigen zu bestrafen, war für mich immer schwer zu schlucken. Ja, schau dir mal alle lieben Menschen an, die Gott auf ihre Weise anbeten. Ja, sie alle müssen wirklich laut dem Islam und teilweise auch wegen des Christen in der Vorstellung des Christentums in die Hölle gehen, ja, und deswegen ist für mich das Konzept der Hölle auch schlussendlich auch ein Konzept gewesen, das mich aus dem Islam herausgeführt hat. Warum sollten all diese lieben Menschen da draußen für immer in die Hölle geworfen werden? Ja. Gibt es nicht für Gott noch irgendetwas anderes, was er in seiner letzten großen Weisheit, seiner damals gedachten unermesslichen Barmherzigkeit und seinem letzten Urteil mit diesen Menschen tun könnte? Ja, absolut. Was ist denn das, wenn all diese Menschen, Juden gehen in die Hölle zum Beispiel, all diese Menschen, die aufrichtig, all diese aufrichtigen Juden, die zu Gott um Glück, Vergebung, Heilung für ihre Krankheiten und andere Dinge beten, ja, die ihnen wichtig sind, werden also letztendlich Nahrung für das Feuer sein, weil sie den Gott des Islams zum Beispiel nicht erkannt haben. Ja, ja. Und das kann doch keine Heilslehre sein, das kann doch keine friedensstiftende Lehre sein. Ja? Ich glaube an sowas auch absolut nicht. Ja, es ist Unsinn. Also im Judentum ist es absolut gar nicht so. Ich habe erst gestern noch oder heute oder gestern mit meinem Rabbiner nochmal drüber gesprochen. Also das Judentum sagt ganz klar, du musst kein Jude sein, um in sogenannte, ich nenne das jetzt einfach was, damit kann jeder was anfangen, in sogenannte Paradies zu kommen. Ja. Sondern im Judentum erreicht es, wenn du moralisch ein guter Mensch bist, wenn du deinen Nächsten Gutes tut, wenn du an Gott glaubst, wenn du nicht mordest, wenn du eine Staatsform über dich herrschen hast, das ist keine Monarchie, also keine, wie nennt man das nicht, Monarchie, sondern wenn alle machen, was sie wollen. Anarchie. Wenn es keine Anarchie, also wenn es geordnet läuft und moralisch alles super läuft, das ist das, was Gott laut Judentum von den Menschen möchte. Juden haben ein paar andere Aufgaben, sie andere Gebote halten. Es, bei uns läuft ein bisschen anders, weil wir auch quasi eine Vorbildsfunktion haben für die Menschheit. Aber ich, guck mal, allein, was mich damals abgeschreckt hat, ohne den Christen hier auf den Schlips zu treten, also es gibt wunderbare Menschen, ich will einfach nur diese Doktrin aufstellen. Ein Mensch wie Oskar Schindler, der so vielen tausend Menschen, so viele tausend Juden das Leben gerettet hat, der aber kein Christ war, ist laut christlicher Doktrin und auch wahrscheinlich auch laut dem Islam, das weiß ich nicht, ein Mensch, der ja im feurigen Pfuhl ist. Ja? Und, okay. Was war das für ein Mensch? Irgendein Holzkopf. Und ein Eichmann, der vom Mossad in Südamerika gefasst wurde, ja, der kurz vor seinem Tod, bevor er gehängt wurde, sich zu Jesus bekannt hat, der so viele Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, ist laut christlicher Doktrin im Himmel. Also verstehst du diese ich will keine Kraftausdrücke benutzen, aber diese Absurdität darin halt, ja. Und da ergibt das Judentum persönlich einfach nur Sinn, dass du brauchst kein Jude sein, sei ein guter Mensch. Es gibt ja auch auf jedes, sag mal, sei ein Mensch. Darum geht es, sei ein Mensch. Das ist, was Gott von dir möchte. Ja. Das war's. Ja, na, es ist für mich ist es halt eben, ich hatte einfach in meiner Untersuchung bezüglich der Hölle einfach festgestellt, dass
wenn die erste Sichtweise die ist, dass Gott Ungläubige buchstäblich foltert, sie am Leben erhält und ihre Haut wieder und wieder ersetzt, sodass sie gezwungen sind, für alle Ewigkeit den unerträglichen Schmerz zu erleiden, ja, widerspricht das für mich allen Gründen, die zum Beispiel Religiöse von einem barmherzigen Gott vortragen. Ja, keine Argumentation, wirklich, keine Argumentation kann die ewige Folter in der Hölle rechtfertigen. Wenn der Gott zum Beispiel der Muslime der Allerbarmer und der Allbarmherzige sein soll. Ja. Und wenn du noch kurz, wenn ich dir das ergänzen darf, ne, überleg mal, wenn wirklich, wenn du als nicht religiöser Mensch, als Mensch, der jetzt erstmal nicht an Gott glaubt, zumindest nicht im traditionellen Sinne, ja, jemand, der sagt, hey, ein guter Mensch, der Gutes tut und Menschen Gutes tut, hat laut, du würdest den in deinen Himmel lassen, obwohl er vielleicht nicht an deinen Gott glaubt, ja, dann würde ja deine Gerechtigkeit größere Gerechtigkeit sein als die von Gott. Halt, ja. Und wie stark möchte man halt Gott selber auch degradieren, indem man sagt, hey, ich selber würde diesen Menschen ins Himmel lassen, nur weil er einfach ein guter Mensch ist und weil er an Gott glaubt. Und der Gott, an den ich glaube, also nicht ich, jetzt ich rede von anderen Religionen, die dann sagen, hey, nee, in meinen Himmel kommt er nicht, weil er nicht an meinen Gott glaubt, spielt keine Rolle, guter Mensch, weil er hat nicht an meinen Gott geglaubt. Halte ich auch für absurd. Also ich kann dir... Das ist absurd. Entschuldigung, darf ich ganz kurz stören? Klar. Habt eine ganz nette Unterhand. Ich wollte mich nur verabschieden. Weil ich gehe jetzt schlafen. Ja, ich muss früh aufstehen. Nein. Ja, gute Nacht an Elisheba. Ich wünsche euch auch eine gute Nacht. Gute ich Nacht. Schön, dass du da warst. Vielen ja, Dank. Danke, ich wünsche euch auch eine gute Nacht. Ich gehe morgen an. Um wie viel Uhr bei dir? Immer um 20 Uhr deutscher Zeit. Ah, gut. Super. Gute Nacht, Elisha. Ja, also, Erev Tov, Laila Tov. Erev Tov, Laila Tov. Macha, immer bei. Tschüss, Kian, Laila Tov. Und auch tschüss, ich bin's. Ja, Sadik, auch gut, dass du da warst. Ja, auch gute Nacht. Ich wollte nur ganz kurz zu Sadik sagen. Du kennst doch sicherlich Thomas Paine. Nee, leider nicht. Oh, du kennst ihn nicht, schade. Schau dir mal so ein bisschen die Biografie von Thomas Paine an. Der war ein rational denkender Mensch. Und er hat einen sehr schönen Satz gesagt, der sich für immer in meinem Kopf eingebrannt hat. Der Glaube an einen grausamen Gott macht einen grausamen Menschen. Sehr interessante Worte auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, dass es zweifelslos viel besser ist, mit Vernunft, mit Mitgefühl, Geduld und gutem Beispiel zu lehren. Ich denke, ein Gott, der auf diese Weise Menschen erzieht, sich moralisch und ethisch zu verhalten, weil sie wirklich glauben, was sie glauben, und weil sie denken, dass es das Richtige ist, ist es besser, als wenn sie glauben, dass sie gefoltert werden, wenn sie eine Überschreitung begehen. Und deswegen, es gab eine Sufi-Frau, sie gehörte dem Islam an. Und ich lese noch heute sehr gerne von ihr. Ihr Name ist Rabia al-Adawiya. Und sie war eine Sufi-Heilige aus dem 8. Jahrhundert. Aber sie hatte versucht, diesen Ring aus dieser Höllen Matrix zu durchbrechen. Sie hat gesagt, ich möchte das Paradies anzünden und Wasser auf die Flammen der Hölle gießen. Sie wollte weder das Paradies noch die Hölle. Ja, sie hat gesagt, entweder liebt man Gott ohne Belohnung und ohne Bestrafung oder man liebt ihn überhaupt nicht. Ja, so steht es auch in unseren also quasi in ältesten Überlieferungen drin. Ne? Du sollst nicht Gott dienen, um eine Belohnung zu erhalten, sondern soll es Gott dienen, um nicht eine Belohnung zu erhalten. Das sagt schon Pirkei Avot, also einer der ältesten Schriften oder mit unter anderem die ältesten ethischen Schriften, die wir haben. Also das ist völlig, völlig klar. Ja, wie gesagt, mein Akku geht gleich leer. Ja, ja, wir können gerne ich denke, wir reden. Wir schließen. Ja, dann gute Nacht, Sadi, gut, dass du da warst. Genau. Gute Nacht, dabei. Also ich gehe jetzt auch raus, es wird Zeit. Und ja, Kian, machen wir dann langsam Schluss. Alles danke auch du, dass du da warst.
Anna ist verreist, ihr wisst das, ne? Anna ist weggeflogen. Ja, ja, ja. Anna hat deswegen auch mich gefragt, ob ich als Ersatz streamen kann. Ich sage kein Problem. Das gar nicht. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ah. Deswegen habe ich Ersatz gemacht für Anna heute. Ja, ja, dann alles Gute, Kian. Dann bis morgen. Gerne. Ja, werden wir gucken, sag ich mal, bei deinem YouTube-Stream. Vielen Dank. Schön, dass du dann kommst. Und ja, euch auch allen deinem Zuschauer-Chat alles Gute. Schlaft gut. Und dann eventuell bis in den kommenden Tagen dann wieder. Ja. Ja. Wünsche auch allen alles Gute, ja. Dann machen wir dann Schluss langsam. Auf jeden Fall. Gute Nacht, Aisha. Gute Nacht, mein Lieber. Schön, dass du da warst. Und auch den anderen im Chat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, und allen auch. Eine gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Gut. Ciao. Ciao.